wäre ja lustig, wenn es nicht so wahr wäre, ne? Wahrscheinlich. Naja. Nee, komm jetzt. Psst. Ach, es läuft ja schon. Hallo, YouTube, was geht ab in der Klappe? Wir spielen Play 2. Warum sitze ich eigentlich immer so weit drüben? Kann mir jemand helfen? Ich muss mal das kurz noch. So. Bitte jetzt nichts mehr in den Chat schreiben. Nina nimmt jetzt für YouTube auf. Genau. Bitte auch nicht mehr abonnieren jetzt. Call me Saurier, danke für den Resub im zweiten Monat. Ah. Ja. Ey, dieser Kommentar hat ja sogar irgendwie 5 Likes bekommen. Da dachte ich mir so, Leute, habt ihr einen Sockenschuss? Freitag bis Sonntag war so wild bei mir und dann Sonntagabend dieses Video gesehen. Not gonna lie, ging mir dann besser. Aber ja, Periode auch im Start. Hör mal, einfach nur toll, oder? Das Leben ist schön. Ich liebe Planet Zoo auch zur Zeit, habe es so viel gespielt die letzten Wochen, aber diese Woche noch gar nicht. Muss wohl mal wieder spielen. Ja, hör mal. Also, ran an den Speck. Wie weit bist du denn im neuen Zoo gekommen? Ich zeig's euch sofort. Und Passionfrucht, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Kati, dankeschön für dein Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Ich habe 3 Likes gegeben, ja, ist mir schon klar. Was für ein Kommentar. Es hat jemand unter das Streamlight Valley-Video geschrieben. Das ist ja eine Stream-Aufzeichnung. Ob es denn sein muss, dass man die ganzen Twitch-Sachen in dem Video lässt, weil man ja extra für YouTube aufnimmt und dass das ja völlig störend ist. Obwohl es eine Stream-Aufzeichnung von Twitch ist und man theoretisch die Sachen überspringen kann, weil es ein Video ist, wenn es einen stört. Also, ja. Also, ja. Punkt. Das ist was für die Josi. Okay, also auf jeden Fall ist das unser neuer Zoo, den wir gestern angefangen haben. Das ist der Muckel Wildlife Park. Und wir haben ja ein neues Franchise gestartet. Also wir haben unser Franchise ja gelöscht. Das heißt, wir haben nichts mehr freigeschaltet. Also wir haben halt auch keine Forschung und sowas. Deswegen haben wir auch noch nicht so viele Sachen, die wir zum Bauen benutzen können. Deswegen haben wir ja auch so ein interessantes Klohäuschen. Ja. Ist so. Ja, Josi, I know. Ich kenne dich doch. Ja, frech, Nina. Wieso du auch immer alles lesen musst. Ja, Dankbarkeit. Pff, völlig überbewertet. Hat mich halt gestört. Nicht mal mehr seine Meinung darf man äußern. Es war ein sehr wütender Fan, ja. Franchise. Genau. Lukas. Aha. Bärchen, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Juliana, Hallöli, schön, dass du da bist. Genau, und wir haben halt gedacht, dass wir jetzt hier, also erst wollten wir hier eigentlich Schildkröten reinmachen. Dann haben wir gemerkt, dass es halt viel zu groß wird für Schildkröten. Deswegen wollen wir die Schildkröten wahrscheinlich irgendwie hier so an den Rand machen, weil die brauchen ja nicht so super viel Platz. Und dann machen wir jetzt hier nämlich die Zwergflussferdis rein. Aber bevor wir jetzt die Zwergflusspferde da reinmachen, beziehungsweise wir uns um den Weg kümmern, müssen wir noch schnell die neuen Tiere angucken, die wir jetzt haben. Es gibt jetzt Axolotls! Oh Mann, süß! Also, für das bessere Verständnis, ich hatte gestern noch nicht die letzten 2 Packs, die neu erschienen sind, runtergeladen. Die habe ich jetzt mir gestern noch gekauft. Und jetzt haben wir sie. Juhu! Und Kathi, mir geht es sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Der Zoo sieht voll luxuriös aus. Hör mal, danke. Die brauchen wir. Die sind bestimmt in einem Vivarium. Vielleicht können die uns wieder unseren Zoo retten. Ne? Habe ich Schildkröten gehört? Ja, ja. Mann, ich habe hier aus dem Gym Dings und dann muss ich immer dran pillen. Okay, also es gibt süße Axolotls. Die Bonobos gab es hier schon vorher. Bin mir gerade nicht so sicher. Planet Zoo Experten, gab es die Bonobos vorher schon? Ich sehe, ihr spielt hier, dann bin ich jetzt mal weg. Bis später. Lukas, auf Wiederhören. Tschüss. Wir gucken ein Bewerbungsfoto. Ja, ja, er will in den Zoo aufgenommen werden. Die gab es schon vorher, okay. Lukas, geh jetzt. Okay, Caro hat gesagt, die gab es schon. Caro ist der Planet Zoo Profi, also... Sims geschlossen, Play zugeöffnet. Lotta, viel Spaß. Und eckige Pizza, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Immer diese Vivarien. Damit verdiene ich mein erstes Geld. Ja, aber die sind auch einfach großartig. Capybaras. Och, süß. Die sind aber neu. Och, Mann, sweet. Oh.
Süß. Die möchte ich auch haben. Donaukammolch. Ein bisschen süß, ein bisschen gruselig. Oder? Katalea, Hallöchen. Wenn einer Blende zu kann, dann bin ich es. Ja, das stimmt. Genau, Björni, so ist es. Eigentlich wollten wir Schildkröten. Dann meinte Nina, dass das Gehege zu groß ist und dass wir deshalb coole Tiere da reinsetzen. So war das. Belli, du verdrehst hier die Tatsachen. Und wir spielen im gemäßigten Gebiet in Asien. Finden wir die süß oder gruselig? Also ich finde sie ein bisschen süß und ein bisschen gruselig auch. Dann haben wir... Also den Pillendreher finde ich immer noch sehr lustig. Einen Vogel, einen neuen Mandschurenkranich. Ich hoffe ja, dass es als nächstes Pack mal noch ein Pack gibt mit so Vögeln. Also, ich wollte jetzt schon wieder was sagen, aber ich sag's nicht, weil wir lassen das jetzt. Wir haben es jetzt, es ist jetzt aufgebraucht. Wir haben da schon genug in die Richtung. Aber ich finde Vögel toll. Und ich finde, wir haben nicht genügend Vögel in diesem Spiel. Also weil es gibt ja eigentlich nur die Pfauen und die Flamingos. Und jetzt halt den Kranich. Und ich fände es ziemlich cool, wenn wir noch mehr hätten. Also vielleicht so Papageien. Und dann könnte man halt so riesig große Gehege mit so... Also begehbare Gehege. Das ist ein Zungenbrecher. Begehbare Gehege. Begehbare Gehege. Begehbare Gehege. Begehbare Gehege. Sag das mal ganz schnell hintereinander. Begehbare Gehege. Begehbare Gehege. Begehbare Gehege. Oh mein Gott. Das tut richtig weh. Wir wissen alle, was du sagen wolltest. Das ist schön. Das ist gut. Also bei Elefant, Tiger und Co. waren die immer sehr aggro. Hör mal, dann stehe ich auf die. Kann man da reingehen? Gäste können Gehege betreten, ja. Gibt es nicht noch ein neues Huhn? Das gucken wir uns jetzt an. Wenn es das gibt, sehr cool. Schön, dass du da bist, Gaming Fox. Hör doch einfach laut Musik nachts. Ja, das macht der Lukas. Celine, mach's gut. Fühl dich ganz festgedrückt und hab ein schönes Wochenende. Und Lotta, wir spielen im gemäßigten Bereich. Und Brina, macht das. Ganz viel Spaß mit Lurky. Und Teffi, dankeschön für die 5 Monate. Vielen Dank. Warum sind da denn neue Tierchen? Ich habe 2 neue Packs runtergeladen, die ich noch nicht hatte gestern. Deswegen, ja. Okay, also den Kranich gibt es noch. Finde ich auch sehr, sehr cool. Leben die auch in großen Gruppen? Oh ja. Oh ja. Leben auch in sehr großen Gruppen. Ist natürlich auch sehr cool. Für so, ne, Eingangsbereiche. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel die kosten. Dann haben wir neu das Przewalski-Pferd. Wie cool ist das denn? Es gibt endlich mal ein Pferd. Weil ich habe mir auch immer so Esel oder so gewünscht. Und jetzt gibt es ein Pferd. Voll cool. Richtig cool. Süß. Ach man, die Babys davon sind bestimmt auch voll süß. Wir nennen es einfach Besuchergehege, passend zum Mitarbeitergehege. Das finde ich gut. Das ist sehr gut. Und Claudi Moon, ich freue mich auch, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Und Bärchen, mir geht es sehr gut. Ich hoffe dir auch. Oder Schmetterlinge, damit man ein begehbares Schmetterlingsgehege macht. Nice Idee. Auch sehr cool. Streichel zu Incoming. Ja, also, ne? Hier jetzt nicht unbedingt. Aber das fände ich voll cool, wenn es halt so ein Pack geben würde, wo man so ein Streichelzoo bauen kann. Das wär richtig cool. Bin jetzt mal weg, bin heute mental ein bisschen fertig. Guck mir jetzt auf Disney Plus Smash an. Wünsche euch noch viel Spaß heute. Katie, mach's gut und fühle dich ganz festgedrückt. Okay, also Pferdis gibt's neu. Dann ist der Rothund neu? Ich glaube, der ist neu. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber der ist ja auch sehr süß. Oh Mann, die Babys davon sind bestimmt auch richtig süß. Sweet. Oh mein Gott, guck mal, in was für großen Gruppen die leben. Cool, sehr, sehr cool. Man kann zu den Agrovögeln, aber nicht zu den Ponys. Ja, macht Sinn, oder? Schnabeltier! Nee. Oh, look at him. Ach, ist der süß. Look. Oh, ich
heule. Oh Mann. Ist das süß. Oh, da können die Gäste sogar rein. Süß. Ich liebe ihn. Er ist sehr süß. Er ist sehr, sehr süß. Das ist Perry. Ich habe das nicht geguckt. Wie heißt das nochmal? Diese Serie? Da war ich dann irgendwie schon zu alt, glaube ich. Dann haben wir einen Siamang, ein Affe. Seine Gibbon-Art, auch sehr süß. Ach guck mal, leben gar nicht in so großen Gruppen. Sehr, sehr cool. Süße Effi. Warum leuchtet mein Telefon? Because I wrote you a letter. Ach so. Die Musik ist zu Ende. Phineas in Ferb, genau, das habe ich gesucht. Wir brauchen Schnabeltiere. Ja, das stimmt. Werden wir für sorgen. Die Wohnung ist endlich sauber und ich kann entspannen, bis ich zur Arbeit fahre. Macht es, Paolini. So, dann... die Säbelantilope? Ich glaube, die ist auch neu. Was? In der Wildnis ausgestorben. 1800 wieder eingeführt. Halbwild in Nationalparks und Reservaten. Die Menschen sind so scheiße. Johnny, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Oh, aber schön, dass es so Arterhaltungsprogramme gibt. Schon krass, ne? Schon krass. Warte, wo ist Larissa? Larissa, sag mal, piep. Hä? Oder, nee, Larissa, du warst du schon weiter? Oder war das gestern? Ich blicke hier heute nicht mehr durch. Bin ein bisschen durch. Weg mit Menschen, ja. Wir sperren die Menschen ein und lassen die Tiere frei rumlaufen. So, dann... Och, süß. Die Weißnackenmoorantilope Zwiet. Das ist auch sehr süß. Das ist auch ein sehr süß. Vera, hallöchen. Schön, dass du da bist. Humans in a nutshell. Yes. War kurz weg. Wer ist scheiße? Die Menschen. Ich muss jetzt mal Yoga und Duschen Dinge tun. Viel Spaß euch noch. Bipsi, mach das. Weißt du, wenn ich jetzt hier Quality Content bringe, dann gehst du wieder, ne? Nein, genieß es. Heute scheint sogar die Sonne. Ich habe das Fenster weit auf, weil es hier drin doppelt so kalt ist wie draußen. Schon verrückt alles gerade mit dem Wetter. Ja, true. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Okay, also die Weißnackenmoor-Antilope gibt's. Und ich glaube, der Wasserbüffel ist auch neu. Der ist ja geil. Ist der schön. Oh, der lebt ja auch in riesigen Gruppen. Braucht wahrscheinlich... Oh, geht. Braucht gar nicht so viel Platz. Wow. Der ist auch stark gefährdet. Nur 3400 Tiere in der Wildnis. Traurig. Oh, jetzt kommen wir zu meinem Favorite. Die Becky ist leider noch nicht da, aber... Der süß. Er ist so süß. Die sind so süß. Also die Großen sind ja auch süß, aber die Zwergotter. Aber wisst ihr was? Ich war richtig traumatisiert. Ich war mal im Zoo. Das ist schon Jahre her und dachte so, ach süß, die Otter. Und dann, also ich wurde da richtig traumatisiert. Ich weiß nicht, ich war da glaube ich so 13 oder so. Dann war so, sagen die so, ja, Otterfütterung. Ich dachte so, okay, die kriegen jetzt da so ein paar Möhren. Kriegen die da Küken? Die haben einfach Küken gegessen. Es war so schlimm für mich. Sehr, sehr schlimm für mich. Aber das ist jetzt live. Es ist halt so, ne? Aber sehr, sehr niedlich. Richtig, richtig süß. Brauchen die viel Platz? Nee, auch nur ganz wenig. Wir brauchen uns. Ach, guck mal. Die leben in voll vielen Gemeinschaften. Die können mit den Orang-Utans zusammenleben. Süß. Toll. Good day, ihr seid ja noch da. Isa, hallöchen, wir haben auch gerade erst angefangen zu spielen. mit welchem Pack kommen die? Also ich habe mir Wetlands und dieses Conservatory oder wie das heißt gekauft. Ich glaube, es kam mit Wetlands, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gab zwei Packs, die ich jetzt noch nicht geladen hatte.
Das war dieses hier und das hier. Ach, es gibt auch noch ein neues Krokodil bei dem Wetlands Pack. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das sind die Schnabeltiere. Hä? Oder gab es die Zwergotter vorher schon? Oh mein Gott. Hä, gibt es auch noch ein neues Raubtier? Okay, Nina hat mal wieder voll den Durchblick. Pferd. Ah, ein Leopard. Ein Antilope, Siamang und Axolotl. Hä? Und hier? Ich glaube, den Zwergotter gab es schon vorher. Ach nee, doch nicht. Kapibaras, Schnabeltiere, Zwergotter, Krokodil, Kaimane, Weißnacken, Moorantilopen, wilde Wasserbüffel, Mandschuren, Kraniche und Donaukammerch. Ah, okay, also mit diesem Pack kamen mega viele Tiere. Also die Zwergotter kommen mit dem Wetlands Animal Pack. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Im Hamburger Zoo wohnen die Ottens auch mit den Orangs zusammen. Ach, wie krass. Mein Praktikum muss ich Habichtskäuze mit gefrorenen Küken füttern. Ohne Handschuhe war das bei. Ja, aber es gehört halt leider dazu, ne? Aber ja. Wie teuer sind die Erweiterungen? Ich glaube, 10 Euro kosten die. Ja. 9,99. Oder wenn du alle kaufst, 133. Sehr, sehr cool. Dann ist der Stream jetzt die perfekte Begleitung zum Essen. Wie schön, Isa. Ich freue mich. Okay, ja, dann haben wir alle jetzt einmal angeguckt, die es neu gibt. Ach nee, warte mal, ich wollte noch die ganz kurz. Ihr braucht mir keine Freundschaftsanfragen schicken, also ich nehme die nicht an. Also ihr könnt sie mir natürlich schicken, aber ich nehme sie nicht an. Sonst verliere ich den Überblick. Wie hieß jetzt das? Der Leopard oder was das war. Den möchte ich auch noch einmal angucken. Ah, hier ist das Krokodil, was es neu gibt. Krokodilkaiman. Finde ich auch super geil. Guck mal, da gibt es 4 Millionen von. Leben die in Indien oder wo leben die? Ah, Südamerika. Fast. Ob jetzt Indien oder Südamerika, ist im Endeffekt dann auch egal. Wie hieß das? Amur, mit A. Ah, hier. Wow. 110 nur noch. 110. Guck mal, wie klein deren Gebiet ist, wo die leben. Oh Gott. Oh, das ist schon krass, ne? Oh, Bärchen, das freut mich. Aber mach ganz langsam. Und Nightwolf, Hallöchen, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache, egal, Hauptsache Frankreich. Genau. Ja, das ist die Devise. Sehr süß, den brauchen wir. Ja, nur bei Fleischfresser müssen wir immer ein bisschen gucken, weil die halt extrem teuer sind. Ne? Aber, also die Axolotls, die lächeln mich ganz schön an, dass wir so ein Vivarium mit so einem Axolotl haben. Das ist schon sehr süß. Aber ich glaube, ich möchte auch relativ schnell ein Forschungszentrum machen, damit wir forschen können, damit wir mehr Sachen zum Bauen haben, weil sonst wird unser Zoo nicht so schön. Mimi macht das, kein Problem. Bin im Slow-Modus. Sehr gut, Bärchen. So. Also, das hier ist unsere Problematik, vor der wir gestern standen. Weil wir den Weg nicht hier ranführen können. Also, der sagt immer blockiert, weil das zu niedrig ist. Ich habe gestern versucht, das ein Stück höher zu machen und dann zu verbinden und das wollte der alles nicht machen. It's Pausen, Becky! Becky! Wir haben gerade die Ottensonne geguckt! Weil, also ich habe die Packs gestern erst runtergeladen, die zwei neuen, also die letztens rauskamen. Und da habe ich die Ottensonne geguckt, fall da auf, guck, warte, oh, guck die Feini an, hallo! schön, dass du da bist, wie geht's?
Und Axolotls, ja. Mhm. Babyorten. Und das ist doch nicht mal das Baby. Was meinst du, wie süß die Babys aussehen? Den Boden tiefer machen, also die Erde sollte dann eigentlich klappen. Habe ich auch versucht. Das Problem ist, dass das halt hier jetzt schon dann so oben bleibt. Was wir versuchen könnten, wäre, dass wir das vielleicht nach hinten schieben. Warte mal, das habe ich noch nicht getestet. Dass wir... Ja, das geht nämlich auch alles nicht. I hate my life. Also habe heute schon aufgenommen, bin sehr stolz, reicht jetzt aber auch, meine Stimme ist weg. Das ist aber doch super gut, Becky Maus. I'm very proud. Und Nicole, da sind wir wieder. Ja, schön, dass du da bist. Und Monique, mach's gut. Schön, dass du hier warst. Der Weg kommt doch gar nicht um die Steine herum, oder? Das ist ja aber nicht das Problem. Also ich kann halt hier den Weg nicht setzen. Also der blockiert halt hier. Also das tut jetzt gar nichts zur Sache, ob der hier lang kommt, sondern es geht halt darum, dass ich den Weg hier nicht platzieren kann. Die Barriere nochmal machen und dann das Gelände bearbeiten. Ich glaube, darauf wird es auf kurz oder lang hinauslaufen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht, wenn wir das Gehege quasi so machen, dass wir die Barriere nach hier hinten führen, also quasi unter den Weg lang, dass die dann noch so einen kleinen Shelter quasi haben, wo, also dann können die sich da noch ein bisschen zurückziehen. Und dann können wir den Eingang für die Mitarbeiter einfach hier hin machen. Das müsste vielleicht gehen. Müssen wir halt jetzt nur testen. Weil, ja, dann ist nur das Problem, ich weiß natürlich nicht, ob die Mitarbeiter dann da unten langlaufen können, wenn sie im Gehege sind. Aber das kriegen wir schon hin, das schauen wir dann. Hab mich vielleicht von dir, an dir und der Sandri und eurer Wow-Arbeitsmoral Independent Woman Sache orientiert. Auch Becky Maus, das ist so schön. Und ich finde auch, dass man richtig merkt, dass du richtig deinen Plan so hast. Das ist einfach super. I'm very, very proud. Independent Woman doing independent things. That is the Devise. So, das probieren wir jetzt. Hört sich gut an, oder? Baby Move Objects bräuchten wir ja. True. Jetzt ist die Frage, ob wir das so ziehen können. Ich ziehe das jetzt erstmal ein Stück darüber. Warum will er das denn nicht? Dann löschen wir das einfach nochmal komplett. Hör mal, da kenne ich nichts. So. Und das löschen wir dann auch noch so ein bisschen. Geht er jetzt oben lang? Nee. Dann gehen wir... Also das mache ich jetzt erstmal provisorisch und dann machen wir es gleich ordentlich. Weil theoretisch müsste das dann gehen. Und dann machen wir das dazu. War gestern auf einem Ed Sheeran-Konzert, war mega. Das ist schön, Claudi. Das freut mich riesig. Mega cool. Wo war das? Ich bin immer so neugierig, ne? So, und jetzt gucken wir mal. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ist das immer noch? Nee, das muss dann ja... Okay, wir kriegen das hin, Chat. Wir kriegen das hin. Wenn das irgendwer schafft, dann wir. Aluna, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und Kara, willkommen zurück. Vielleicht kannst du die Tür weiter vorne zum Weg platzieren. Da ist die Brücke etwas höher. Ja, also theoretisch müsste ich ja das jetzt einfach hier platzieren können, aber das geht halt irgendwie auch nicht. Machen den Weg vielleicht nochmal ein Stück weg. Aha. So. Ist jetzt richtig rum? Nee, natürlich nicht. Oder ist ach, ich kann es mal nicht unterscheiden. Nein, ist sie nicht. Natürlich ist sie nicht richtig rum. Okay, es geht nur, ich kann es nur so rumplatzieren. Okay, ich glaube, das ist noch zu uneben da. Da müssen wir das mal ein bisschen glätten. Was auch immer. Ups. Warum will er denn da... Also was? Ich verstehe das nicht. Das kann ja eigentlich auch nicht wegen den Türen, wegen den Steinen sein. Wenn du zuerst den unteren Weg und dann den oberen Weg baust. Ja,
Das versuchen wir danach mal. Gina, danke schön für den Resub im zweiten Monat. Vielen Dank. Und Hallöchen, schön, dass du da bist. Warum haben wir eigentlich den anderen Zoo gelöscht? Wir haben den nicht gelöscht. Ich wollte halt nur einen neuen anfangen, weil... Keine Ahnung, ich wollte halt... Ich meine, da, wo die Felsen unter der Brücke sind. Ja, aber da drunter können wir ja nicht bauen. Weil das ja zu niedrig ist. Wäre ja auch zu einfach, genau. Melli, willkommen zurück. Wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das, okay? Ich weiß nur nicht ganz genau, warum der hier ein Problem hat. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum er hier bockig ist. Aber ich ziehe das jetzt einfach so weit nach vorne, bis das geht. Also da kenne ich nichts. Das ist mir ganz egal. Weil dann im Endeffekt können wir ja hier einfach noch Steine drüber machen. Dann sieht man das halt alles nicht. Und die Mitarbeiter können dann einfach da reingehen. Aha. We did it! Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir das vielleicht sogar noch... Nee, dann geht das weg. Okay. Ups. Hä? So. Wenn man ein Spiel lange nicht gespielt hat, fängt man immer von vorne an. Das ist doch eine goldene Regel, oder? Also, mir geht das halt so, weil ich sonst merke, dass ich voll schnell die Lust daran verliere, weil ich gar nicht mehr da drin bin, warum ich jetzt was gemacht habe und so. Also, ich brauche dann immer nochmal so den frischen Kick quasi. So, und dann können wir ja, also entweder machen wir jetzt hier alles voll mit Steinen oder wir nehmen halt auch, also so eine richtige Barriere. Aber ich glaube, wir machen einfach the stone method. Macht das immer so, okay, Blackhead, sehr gut. Was baut ihr gerade? Da kommen die Zwergflussferdis rein. Ich kann gleich, das gleich auch mal auf den Bildschirm schreiben. So, dann machen wir nämlich jetzt hier einfach das so alles zu. Und dann machen wir hier ein Dach drüber und dann sehen die das auch gar nicht. Und dann machen wir da drinnen den Weg ein bisschen tiefer, damit die Mitarbeiter dann auch wirklich da durchlaufen können. Weil das wäre natürlich ein Belast, wenn sie da nicht laufen könnten. Dann machen wir mal eben hier das weg. So. Ja, die Zwergflussferdis sogar, die sind extra süß. Also, die Großen sind natürlich auch süß. Keine Frage. Ich will hier nichts wieder unterstellt bekommen. Und Ellie, schön, dass du da bist. Hab mir gerade ein Latte Macchiato gemacht und probiere jetzt mal den Multiplayer-Mod aus. Ganz viel Freude wünsche ich dir. Und Pizza, Hallöchen! So, okay. Wir müssen dann hier überall niedriger gehen. Ich habe die Befürchtung, dass es trotzdem nicht geht, weil der hier irgendwie streikt und ich weiß nicht, warum. Was der hier hat. Vielleicht müssen wir die Steine da... Aber eigentlich haben die Steine da überhaupt nichts mit zu tun. I don't understand. Also wenn jemand eine Idee von euch hat, dann ne, haut das immer sehr gerne raus. Weil ich weiß nicht, warum er da so bockig ist. Der Tunnel für die Mitarbeiter geht doch unten lang. Ja, aber meint ihr, das liegt daran? Also hier ist ja nichts. Guck, da ist ja gar nichts. Also das ist ja in die Richtung. Und die Mitarbeitergebäude, ich wollte schon wieder hier gesagt. Ist halt so, ne? Sind halt daneben. Also voll komisch. Vielleicht wegen einem Stein. Ja, aber eigentlich, meistens liegt es an den Barrieren. Aber eigentlich ist das, also das ist ja nicht nah an der Barriere. Also die Barriere ist ja voll weit weg. Das ist einfach komisch. Das ist zu eng für den Weg. Was meinst du jetzt? Wenn du die Barriere nochmal löscht, sollte es gehen. Liegt oft daran, dass man an den Barrierengelände nicht ändern kann. Okay, ja, dann machen wir das hier einfach nochmal weg, weil das können wir easy nochmal platzieren.
Und gucken mal, ob das dann geht. Dass wir das hier... Nee, geht immer noch nicht. Können wir die auch nochmal löschen? Ich verstehe es nicht. Monty, mach's gut. Schön, dass du da warst. Welches Pack lohnt sich am meisten für Planet Zoo? Würde mir gerne eins kaufen, weiß nur nicht welches. Schwierig. Also, ich würde mir einfach die Tiere angucken. Also, kommt ja auch drauf an, ob du... Also, Lukas zum Beispiel kauft die Packs halt immer wegen den Elementen zum Bauen. Mir sind die Elemente zum Bauen halt komplett egal. Ich achte halt drauf, welche Tiere es neu gibt. Also, ich würde mir die Packs einfach anschauen und dann gucken, was dir am meisten gefällt. Ich glaube, du musst die Tür auch wegmachen. Ja, aber das will ich ja nicht. Aber ich glaube, wir müssen, ne? Wir kriegen das schon hin. Wir machen jetzt die Tür nochmal weg. Da machen wir den Weg. So. Dann machen wir das hier ein bisschen niedriger und dann schaffen wir das. Wir schaffen das, Leute. Wir kriegen das hin. Ja, jetzt geht's. Ach, es ist einfach Pain. Vor allem weiß ich jetzt nicht mal, wie tief wir das... Aber jetzt können wir den Weg ja theoretisch dann doch da drüben machen, weil jetzt haben wir es ja... Also die Tür meine ich. Jetzt haben wir es ja niedriger gemacht. Aber ich weiß halt nicht, wie niedrig ich das machen muss. Ach doch. Ich kann ja einfach den Weg dann... Ja, okay, jetzt ist das ein bisschen holprig. Was sagt ihr? Sollen wir die Tür dann jetzt trotzdem hier vor dem Weg machen, sodass die da noch so ein kleines Shelter-mäßig haben? Oder sollen wir die Tür quasi hier in die Steinwand mit einbauen? Und Faunfeder, herzlich willkommen. Streamerlöchen. Mavi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Und Carina, hallöchen. Tür vorne. In die Steinwand, Steinwand. Vorne. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch für vorne. Weil dann können wir das nämlich sogar hier so ein bisschen noch erweitern. Vielleicht, dass wir hier noch ein bisschen mehr Steine machen. Dann können wir den da so einen Rückzugsort machen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich muss schon wieder pinkeln. Wir machen das jetzt mal gerade. Ich glaube, jetzt habe ich gerade alles wieder kaputt gemacht, was ich gerade hingemacht habe. So. Ach, der blockiert immer noch. Liegt das denn immer noch an der Höhe? Wenn du die vor die Brücke machst, musst du weniger Rückzugsorte bauen. Genau. Das wäre natürlich schon eine coole Sache. Aber das Problem ist, wenn die da nicht durchgehen können, dann bringt uns das alles nichts. Warte mal, wir haben doch jetzt... Müssten doch Mitarbeiter... Ach nee, habe ich welche eingestellt? Ja, genau. Ich will gucken, ob ich welche eingestellt habe und gehe auf Tierhandel. Wir stellen mal ganz kurz einen Tierpfleger ein. Guck mal, die sind doch viel niedriger. Warum? Also viel kleiner. Warum kann ich den Weg da nicht platzieren? Das ist ja völlig bescheuert. Meint ihr, die können da durchlaufen? Ja, oder? Dass wir hier die Tür hinmachen und das von der Höhe passt? Ich meine, im Notfall müssen wir da halt nochmal dran. Aber eigentlich müsste es passen, oder? Wenn man es jetzt mal so... Pi mal Auge guckt, wie hoch die Mitarbeiter sind. Das müsste gehen, ne? Okay. Dann machen wir den Dings jetzt hier hin. Ich muss ganz schnell auf Toilette. Ich beeil mich. Trink einfach zu viel.
okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. So. Guten Tag. Ups. Ich glaube, ich habe noch gar nichts getrunken, außer, außer eine Tasse Kaffee. Josi, ran. Let's go. Ich glaube, ich habe die schon einmal komplett ausgetrunken. Kannst den Typ hier am Gehege platzieren und schauen, ob der da rauskommt. Ich glaube, man kann ihn nur auf Wegen platzieren. Aber ich bin ja auch noch auf Pause, weil wir theoretisch im Minus sind. Da unten ist zwar gerade grün, aber wir nehmen ja nichts ein. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Wir kriegen das jetzt hin. Barriere. So. Wo ist es? Hier. Dann gehen wir hier rüber. Ja. Dann so. So. Zack. Okay, ist zu, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Flusspferde so die beste Idee waren als erstes Tier. Aber sie sind süß. So. Ja, jetzt habe ich ja hier schon wieder einen Knick. Das ist doch schon wieder dumm, Nina. Machen wir das ein Stück weiter nach vorne. Nee, warte. Warte. Ich mache das noch mal ein Stück nach hinten. Bleib du, wo du bist. Wir müssen das hier erst ein bisschen glätten. So. Jetzt aber auf Ex. Hör mal rein da. Kopf in den Nacken. Lena, hallöchen. Viele Grüße von der Autobahn. Viele Grüße, gute Fahrt. Und Tabia, viel Spaß beim Duschen. Und Cupcake-Mädel, hallöli. Ich habe mir jetzt 4 Flaschen Wasser und ich versuche jetzt alles zu trinken. Ne, das ist nicht gesund. Nicht Ex. Und Laura, mach's gut. Muss vom Homeoffice in die Kanzlei noch ein paar Grundsteuererklärungen machen. Schönen Tag noch. Mach das, Laura. Hört sich spannend an. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass du da warst. Und Sarito, hallöchen. Jetzt habe ich mir das Wetlands Animal Pack gekauft. Wollte eigentlich sparen, aber die Ottens haben mich überzeugt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich immer leid, dass ich euch immer so influence. Aber es ist ja... Das sind ja gute Dinge. Ne? Also es ist ja nicht für Zähnebleaching. Ist das hässlich? Ja, ne? Bisschen schon. Warum ist das denn da so in the Boden? I don't want this. Please don't do this to me. Maybe we go a little bit like this. Will er auch nicht. Der Blende ist zu unehm, ja. Deine Mutter ist zu unehm. Entschuldigung. Irgendwie rutscht mir das immer bei Planet Zoom raus. Wisst ihr was? Ist mir jetzt einfach egal. Da achtet kein Mensch drauf. Danke für den Trinkgemeinder. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn er nicht drunter passt, kann er ja krabbeln. Soll sich nicht so anstellen, der Mitarbeiter. Ist so. Die haben einfach also zu hohe Ansprüche immer. Kuchen im Ofen, jetzt kann ich wieder aufmerksam zuschauen. Sehr cool, Caro. Same und Nina hat mich auch indirekt erinnert. Hab's voll vergessen. Normalerweise bekomme ich dann immer voll Kopfschmerzen als Warnung, aber heute irgendwie nicht. Ja, es geht gern geschehen. Okay, so. Jetzt kommen wir zu The Stones. Zu The Rolling Stones. gemäßigt. So. Ist zu klein. Ein Stein hier. Und dann machen wir da nämlich so ein Dach drüber. Das wird super. Hoffentlich. Bestimmt. So.
Helena, hallöchen. Kennst du das Spiel Parkitect? Ja, habe ich sogar auch. Finde ich jetzt nicht super cool. Also ist ganz süß, aber jetzt nicht so Suchtfaktor. Was halt cool ist, ist, dass man das zusammenspielen kann. Aber ja, also es ist ein ganz nettes Spiel. Hast du das schon mal gespielt? Alicia, hallo! Wie ist die Lage? Und Glückwunsch zu deiner bestandenen Prüfung, habe ich gestern in deiner Story gesehen. Okay, warte, wir machen jetzt einfach direkt das Dach. Dann können wir nämlich da den Rest, hinzufügen, wenn wir das schon platziert haben. So. Ja, problematisch, weil, och, Frau Simfinity, sie sind aber auch ein bisschen dumm manchmal. Ne? Wie sollen die denn da langlaufen, wenn das so eine breite Fläche ist? Also manchmal setzt mein Hirn kurz aus. Kennt ihr ja. Gerade meine Tasche gepackt, fahren gleich nach Holland. Och, wie schön. Vorher noch deinen Stream schauen. Ganz viel Spaß. Wohin geht's? Also wenn du es sagen möchtest. Holland ist nämlich sehr schön. Mach jetzt erstmal hier so ein Dach. Und dann können wir danach das ja noch schön machen. So. Perfekt. Mal gucken, ob die dann da durchgehen können. Hm. Bin ja so froh, dass ich bald komplett fertig... bald bin ich komplett fertig. Wie geht's dir? Das freut mich so, Alicia. Mir geht es ganz, ganz super toll. Also, das hört sich jetzt irgendwie doof an. Mir geht es gut. Ja. Bin auch, dass Parkitect kein Suchtfaktor hat, aber Spaß macht es schon. Ja, genau. Ich finde es einfach so schön in deinen Streams. Es ist, als würde man nach Hause kommen. Niemand wartet auf einen. Das ist so süß. Wie schön. Bin Niederländerin. Ach, wie cool. Ja, ja, ist ein sehr schönes Land. Dann machen wir dann noch ein paar Pflanzies überall drauf und dann ist der Drops gelutscht. Fahren nach Katzand, haben dein Haus gemietet. Das kenne ich gar nicht tatsächlich. Wo ist das ungefähr? Also was ist da so in der Nähe? Also ist das so bei Seeland oder weiter oben oder? Aki, hallöchen. Hundi und ich sind vom Spaziergang zurück. Sehr schön, dass du da bist. Nochmal versuchen, jemanden zu erreichen, wahrscheinlich ein unangenehmes Gespräch führen. Danach mache ich Feierabend. Drück mir die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ich drück die Daumen. Und Nicole, du gehst zur Aquagymnastik. Sehr cool. Ganz viel Spaß und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Okay. So. VR-Insel, letzte Züge. Und was ich nicht verstehe, warum kostet dieser Stein 10 und dieser Stein 5? Und der kostet auch 10. Also das ist, ne? Verstehe ich nicht. Ist der irgendwie... Ist das ein besonderer Stein? Ja, hallo, ich... Kurz Concentration and Simulation. Oh, ein Twitch Baby. Ein Twitch Baby. Von Josie. Dankeschön fürs Twitch Baby. Vielen Dank für die 9 Monate. Und schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Oh, Bärchen, lass dir dein Nudelsüppchen schmecken. Das schmeckt, ach, das hört sich sehr lecker. B-Ware, ja, ich glaube auch. Das ist B-Ware. Ich hasse es, mit Krankenhäusern zu telefonieren. Was tun wir? Was bauen wir? Wir tun immer noch genau das Gleiche, Mimi. Wir sind immer noch bei der Wegproblematik. Aber wir nähern uns dem Ende.
des Weges. Also dann können wir weitermachen mit dem eigentlichen Gehege. So. Tag. Boah, passt. Machen wir den da nochmal andersrum hin. Rein da. Das sieht noch ein bisschen unorganisch aus. Na egal. Ja, hör mal. Super! We did it! Nicht schön, aber selten. Ich habe dich früher vor 5 Jahren sehr oft geguckt, wo du noch Sims 3 gespielt hast. Bei Twitch bin ich jetzt zum ersten Mal da. Ich freue mich sehr. Schön, dass du hier bist. Das ist ganz unten südwestlich an der Grenze zu Belgien. Ah, deswegen kenne ich das auch nicht, weil da kenne ich mich gar nicht aus. Aber ganz, ganz viel Spaß wünsche ich dir. Der, der die Preise gemacht hat, soll mal ganz schnell Feierabend machen. Genau das. Toll, nee, also wirklich, ja. Danke, Josi, ich weiß es sehr zu schätzen. Kann man auf das Dach dann auch was platzieren? Ja, kann man. Ich bin immer ein bisschen überfordert mit so... wie nennt man das nochmal? So... Terraforming und sowas. Das können irgendwie immer alle richtig gut und bei mir sieht das immer richtig kacke aus. Was mache ich da am besten drauf? Planet Zoo. Wartet. YouTube. YouTube? Danke. Planet Zoo Shelter. Nee, Josi, raus. Ich möchte jetzt mal so wissen, was die so... Ah ja, guck, das sieht mir doch nach was aus. Ja, ja. Was sind das für Büsche? So. Kann das auch nicht, ist einfach Pain in dem Spiel. Ich finde, bei mir sieht das immer alles unecht dann aus. Oh, Juliana, du hast schon Ferien. Ach ja, stimmt. NRW sind ab Montag Ferien. Also Juliana, ich weiß nicht, ob du aus NRW kommst, aber ich erinnere mich gerade. Und Nikolski, Hallöchen, herzlich willkommen im Stream und danke fürs Kompliment. Nicht erreicht, liebt das ja, dann schreibe ich eben noch einen Brief und hoffe, der Kunde versteht es ja. Naja, dann bist du immerhin jetzt um das Gespräch drumherum gekommen, ne? Aber, ach, der ist doch super, guck mal, so ein Brombeerstrauch, mit dem arbeiten wir jetzt. Warum ein Brombeerstrauch auf deinen, ja, vielleicht auch, ist das ein bisschen dumm, ne? Aber guck mal, der wächst einfach hier so, der Brombeerstrauch. Ach, tolle Bäume auch, ne? Okay, Nina, konzentriere dich bitte. Habt ihr eine Empfehlung? Ach, du kommst auch aus NRW, Juliana. Alles klar. Habt ihr eine Empfehlung, was ich da jetzt drauf mache? Für Vegetation. Außer Efeu. Das machen wir immer. Ich will, dass das halt so organisch aussieht. Wisst ihr, dass es halt so aussieht, als wenn das da gewachsen ist. So fahren vielleicht, ne? Guck mal, warte mal, das wächst auch hier so. Warum? Keine Ahnung. Weil wir sind hier im Wald. Na, schön. Immer grün. Ja, Leute, Gewächs. Ja, ihr seid mir wirklich eine große Hilfe. Ich meine sowas hier. Aber halt nicht das. Wächst da so Farn drauf? Leicht, ne? Farn ist doch vielleicht nicht schlecht. Oder sieht das nicht organisch aus? Doch, ein bisschen schon. Brennnesseln in die Vorsprünge. Das, guck mal, was Woop Woop macht. Das sind Vorschläge. Spaß. Busch, Moos, ja. Pflanzen vielleicht noch. Was ist das denn? Wow. Das ist ein bisschen schön auch. Oder nicht? Guck mal, es sieht auch so ein bisschen aus so, als wenn das da so wächst. Oder nicht? Ach, wisst ihr was? Wisst ihr, was scheiße ist? Das gehört ja jetzt zum Gehege noch. Ich wette, ich wollte gerade sagen, die Kaninchen. Flusspferde sagen gleich, wir lassen das erstmal, bevor wir da jetzt weitermachen.
Ist ein bisschen schön, danke, okay. Eine alte Tanne und dann Moos drumherum. Also, ja, ich fühle das. Aber wir gucken jetzt, wir machen jetzt hier erstmal ganz kurz Action. So, ich wollte ja hier auch noch das Shelter bauen, ne? Wir können wahrscheinlich keine Steine mehr sehen, ne? Es tut mir leid. Gemäßig. Wartet. Bevor wir das jetzt machen, wir müssen den ja noch den Unterwasser, also den Wasserbereich machen. Wir wollten ja das so machen, dass es quasi da, also so aussieht, als wenn das Wasser halt von hier drüben hier weiterfließt. Also dass das einfach weitergeht. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, dann machen wir. Ja, da machen wir dann einfach noch Steine hin, dass sie dann kommen. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, Flusspferde können ja nicht schwimmen. Die können nur tauchen. Also, die laufen auf dem Boden. Das heißt, eigentlich müsste es ja gar nicht so tief sein. Justin, Tina, danke schön für deinen Sub. Herzlich willkommen im Universum. BS-Löwen, hallöli, na? Wann habe ich denn Flussfertig geredet? Ich tue mal viele Dinge in meinem Leben. Ich dann hinterher bereue. Das ist okay. Genau, die Zwergflusspferde kommen da rein. Exactly. So. Ist jetzt doch ein bisschen tief geworden, ne? Aber ist nicht schlimm. Kann ja unterschiedlich tief sein, weil wie gesagt, die können ja tauchen. Tauchen können die. Tauchen. Also wir dürfen das nicht zu weit darüber drücken, weil sonst ist es nicht mehr in der Barriere. Ach so, du hast uns gesagt, wie sie sich beschweren. Höre auf dem Nachhauseweg zu, mach das, Anna. Pass auf dich auf. So. Das müsste reichen, oder? Dann haben die da richtig schön viel Land. Und so Water. Ja, das... Nee. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee. Ich will das auf diese Höhe machen. Ich verstehe, dass es ein bisschen belastend ist, aber warum? Können wir das Spiel eventuell ein bisschen heller machen? Es ist Tag. Es ist nur halt noch früh. Wie viel Uhr haben wir? Ah nee, es ist spät. Findet ihr es dunkel? Also ich kann... bis zum nächsten Tag warten, warte mal. Jetzt haben wir 18 Uhr, komm. 18 Uhr passt. Mit 18 Uhr müsst ihr jetzt leben. Ich habe eben herausgefunden, dass man in Planet Zoo auch so einen Spot bauen kann, wo die Besucher dann Fotos machen und den Spot anschauen, ohne dass es sich um ein Gehege handeln muss. Sehr cooles Feature. Man kann jetzt einfach eine schöne Natur bauen und die appreciaten das. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, das kam auch erst mit einem der letzten Updates, ne? Das finde ich auch eine sehr coole Sache. Also es ist nicht so, als wenn ich schöne Natur bauen könnte. Aber es ist trotzdem eine schöne Sache. So. Ja, ihr habt schon recht. Jetzt sehe ich schon besser. Ihr seid manchmal auch ein bisschen schlau. Aber nur manchmal. Hab jetzt Feierabend und husche mal schnell unter die Dusche. Muss gleich los, der Cutter beim Umzug. Josi macht es. Viel Spaß beim Duschen. Rose in the Garden. Guck mal, das sieht doch schon besser aus. Jetzt sieht das so aus, als wenn das da von dort drüben rüberkommt. Aber ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen... Also, oh Mann, warum drücke ich denn immer da drauf? Wir müssen hier, glaube ich, noch ein bisschen das abflachen, weil ich weiß nicht, ob die sonst dann da reinkommen. Dass wir denen hier so ein bisschen so einen Einstieg bauen. Und dann, dass es hier so ein bisschen hochkommt.
So vielleicht. Ich glaube, das müsste gehen. So. Weiß ich jetzt nicht, ob denen das zu tief ist. Aber das sehen wir ja dann gleich. Hallo Nina, wie geht es dir? Und hallo Chat. Carina, schön, dass du da bist. Mir geht es sehr gut, ich hoffe dir auch. Du baust aber ein schönes Zuhause für die Tapire. Also wir bauen Flusspferde, aber ist ja fast das Gleiche. Vielleicht sollte ich das mal da hinschreiben, ne? Ich habe hier sogar noch eine Textquelle dafür. Zwerg. F-Zwerg. F für den Zwerg. Zwerg, Fluss, Pferd, Gehege. Zack. Super, oder? Achso, bin ich schon wieder hier? Nein, bin ich nicht. Zacki. Okay. Hör mal, super Sache für von uns hier. Dann machen wir jetzt noch das Shelter und dann können wir schon schauen, dass wir da welche einziehen lassen, damit wir dann gucken können, was die so mögen. Ach, dann nehmen wir aber lieber wieder das Dünne. Wollen wir das denn dann hier auch noch überdachen oder nee, ne? Nee, wir machen das dann hier zu. Boah, ich kann mein Planet Zoo so krank entspannen. Es ist so heftig. Oh, ich bin richtig tief und entspannt. Marielle, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dieses Gras. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist einfach nur doof. Dann machen wir jetzt hier so einen Riesenklopper rein. Ja, wir wollen den Riesenklopper. Huch. Der nimmt ein bisschen Platz weg da drin, ne? Und hier können wir dann ja auch mal das dicke, den dicken Stein nehmen. Warte, wo ist er? Da. Da könnte man ja Pflanzis hinklatschen. Dass wir da... Oh ja, wir können den Rand ja mit Pflanzen noch voll machen. Ihr seid schlau. Da vergisst man einfach schnell die Zeit voll. Welche Storygame von denen, die du schon gespielt hast, kannst du am ehesten empfehlen? Kommt ganz drauf an, was du für ein Genre spielen möchtest. Also ich kann dir Detroit sehr empfehlen. Sehr, sehr, sehr. Also ich glaube, da ist der Chat auch auf meiner Seite. Also Detroit Become Human war super, super geil und super spannend und super emotional. Life is Strange ist halt eher so cozy, aber auch super geil. Also auch richtig, richtig cool. Aber halt Detroit hat ein bisschen mehr Action. House of Ashes war auch richtig cool, aber das ist halt so ein bisschen gruselig. Zählt das dann auch als Rückzugsort? Ich dachte, man muss diese tollen vorgefertigt nehmen. Nee, du kannst alles auch selber bauen. Also solange das halt nicht einsehbar für die Zuschauer ist quasi, also für die Besucher meine ich, gilt das dann als Rückzugsort. Es gibt dafür eine Heatmap, wenn du H drückst, dann kriegst du hier diese Übersicht und dann kannst du hier drauf drücken und dann auf Rückzugsort und dann siehst du ganz genau, also wenn du dann auf Play drückst, dann muss er das einmal kurz generieren. Ach so, ja, ich habe ja kein Tier zum Auswählen. Wenn du dann ein Tier ausgewählt hast, dann zeigt er dir genau an, was als Rückzugsort gilt. Und zum Beispiel kannst du dann auch sehen, was als passierbarer Bereich gilt. Und ach so, wir können ja mal sehen. Aha! Okay, die Mitarbeiter können da lang gehen. Das ist sehr, sehr gut. Supi. Perfekt. Genau, da kannst du das dann auch selber bauen. Es ist auch ein Rückzugsort, wenn es einsehbar ist. Es muss vor allem überdacht sein. Ja, aber dann ist es ja, also, wir, also ne, den Tieren muss ja gut gehen. Die müssen ja ihre Ruhe haben.
Immer noch krank, bin selten krank, aber das ist jedes Mal richtig belastend. Aber gute Besserung, Marielle. Es wird bestimmt schnell besser. Und Laurinchen, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ja, also Nina, hör mal, bist schon ein bisschen im Profimuster. Dein Zoo sieht ja jetzt schon spannender aus als meine. Och, Tiana. Dankeschön. Wenn ich das sehe, kriege ich auch wieder Lust, aber dann müsste ich was anderes deinstallieren. Ich fühle den Pain, Blackhead. Also mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt auch viele Festplatten im PC habe, aber früher musste ich das auch immer, weil die Spiele sind ja auch alle so groß, auch so arg und sowas. Das ist echt Pain. Achso, bei den Story Games war ich, genau. Also ja, Life is Strange könnte dir wirklich sehr gut gefallen. Lukas hat ja jetzt den dritten Teil gespielt und er hat auch nochmal gesagt, dass er von allen findet, dass der am besten ist. Also der würde dir auf jeden Fall auch gefallen. Also True Color. Ich habe auch an Detroit gedacht, bin gespannt. Also Detroit ist wirklich mega, mega geil. Es ist so spannend. Also es ist ein richtig, 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 richtig geiles Spiel. Ich weiß gar nicht, was wir noch an Story Games gespielt haben. Beyond ist auch cool, aber jetzt nicht so geil wie Detroit. Ja, aber also ich glaube, also Life is Strange wird dir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen und halt Detroit ist halt super, super spannend. Ich will mal ganz kurz das hier vielleicht noch ein bisschen runterdrücken. So. Ja, so viel Fläche haben die da irgendwie nicht, ne? Mal kurz gucken, weil wenn wir da nämlich ein Bett dann, also dieses Stroh platzieren, dann flacht sich das wieder ab. Es gibt ja so irgendwie so einen Trick, aber da wird man vor allem auch nicht müde, weil da Action dabei ist bei Detroit. Nee, überhaupt nicht. Also Detroit ist, also da kann man gar nicht müde werden. Es ist einfach Action pur. Also es ist wirklich durchgehend spannend. Und Kathi, schön, dass du da bist. Hallöchen. Dark Pictures Reihe, aber ist halt ein bisschen gruselig. Ja, genau. Also dazu gehört ja House of Ashes. Und House of Ashes ist noch am wenigsten gruselig, würde ich sagen. Ich wollte duschen gehen, ja. Genau, Josi, klappt gut. Ist noch am wenigsten gruselig von denen, würde ich sagen. Aber auch super, super cool. Also, hat auch super viel Spaß gemacht. Okay, ein bisschen müssen wir das, glaube ich, noch hier. Dann können wir. Warte mal. So, dann ist das wirklich so ein richtig abgetrennter Bereich. So. Ich finde den Sim, den du in der Challenge mit den Sets gemacht hast, voll schön. Das freut mich. Danke, Emilia. Vielen Dank. Hat einer hier The Last of Us gespielt? Liebe. Liebe, 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 liebe. Also vor allem der zweite Teil. Einfach ganz große Liebe. Aber auch nicht unbedingt für den Stream. Also das wäre auch was ich nicht im Stream gespielt hätte. Also ich habe ja schon gespielt, gestreamt, als ich The Last of Us 2 gespielt habe. Aber, ja. Und King Lucifer, hallöchen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. House of Ashes fand ich so gut bei dir zum Zuschauen. Das Labyrinth-Spiel war auch mega. Ach ja, Labyrinthine oder wie das hieß. Das war auch richtig geil. Aber ich glaube, wenn ich es selbst spielen würde, würde ich nicht klarkommen während des Spielens und auch danach nicht. Freue mich so auf den neuen Teil. Der kommt aber erst nach Halloween, oder? Hatte gehofft, dass wir das ansonsten um Halloween rumspielen könnten, wie letztes Jahr. Also ich möchte auf jeden Fall noch, also ja, der kommt erst, glaube ich, im November, meine ich, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber wir haben ja noch The Quarry auf der Liste und Little Hope haben wir ja auch noch nicht gespielt. Deswegen, also da haben wir auf jeden Fall noch zwei Games, die richtig cool vom Vibe passen und dann können wir das wieder um Halloween rumspielen. Und ja, da freue ich mich auch ganz doll drauf.
Hab letztens Firewatch gespielt. Das habe ich bei Ole geschaut. Das hat Ole vor ein paar Monaten im Stream gespielt. Und The Walking Dead habe ich als Let's Play geschaut, tatsächlich. Ist auch schon eine Weile her. Ich glaube, das habe ich bei PewDiePie geguckt. Weiß ich einfach nicht mehr. Sind nun eigentlich richtige Pferde in Planet Zoo eingezogen oder nur diese Zwergdinger? Weißt du das wer? Es gibt diese Pferde. Warte. Hier, Przewalski. Die gibt es jetzt bei Planet Zoo. Freue mich so, weil ich nächste Woche Urlaub habe. Habe schon überlegt, nochmal deine Detroit-Streams durchzusuchen. Ach Mann, das freut mich so. Ich denke immer, das juckt niemanden. Aber das ist voll cool, dass ihr euch das tatsächlich immer dann nochmal anschaut. Okay, ich hoffe, dass es hier genügend Platz ist. Aber die sind ja wirklich klein. So, dann würde ich die nämlich jetzt mal einziehen lassen. Und dann gucken wir mal, was die dazu sagen. Und dann können wir nämlich, während die da schon wohnen, denen halt noch mehr Sachen bauen. Schauen wir mal. Ich muss schon wieder pinkeln. Es ist einfach... Eieiei. Nicht die Phoenix, sondern die Zwergflussferdis. Natürlich gibt es sie nur für Arterhaltungspunkte. Aber es geht noch. Wir haben ja 980 Punkte, das ist dann ganz gut. Gibt es auch Totenkopf-Äffchen? Ich glaube, es gibt kleine Äffchen, aber ich weiß nicht, ob es Totenkopf-Äffchen gibt. Und Kerstin, Hallöchen! Guten Tag und auch guten Tag an dein Doggy! Und Alina, willkommen zurück. Oh, Laurinchen, du hast einen Zwerghamster Ninzi genannt. Nein. Wie süß. Oh, Mensch, sweet. Und Zocker-Ehe, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Uwe, Hallöchen. Ich habe die Detroit-Streams bestimmt schon dreimal rewatcht. What? Wie krass. Ich verabschiede mich, muss noch ein bisschen an meiner Seminararbeit schreiben. Hab noch einen schönen Stream und entspannten Tag. Mary macht das, ganz viel Erfolg. Okay, also. Maybe unpopular opinion, aber ich finde die Dark Pictures Reihe als eine der schlechtesten Spiele, die ich kenne. Grafisch ist das fast unübertroffen, aber Storytelling, die Charaktere, deren Geschichte, Entwicklung, deren Verhalten und Dialoge finde ich total merkwürdig, unrealistisch und furchtbar. Bis auf einige eher forcierte Jumpscares finde ich es auch nicht sonderlich gruselig. Ich habe den Hype nie so ganz verstanden. Aber auch bei House of Ashes, weil ich finde, also Man of Medan fand ich jetzt auch nicht so super geil. Little Hope habe ich ja selber noch nicht gespielt, aber House of Ashes fand ich so geil. Und da fand ich eben die Charakterentwicklung richtig Hammer. Also ich will jetzt für niemanden spoilern so, aber vor allem Jason hat mir so gut gefallen. Fand ich richtig geil. Aber ich verstehe, was du meinst. Also bei Man of Medan fand ich es auch so ein bisschen meh. Aber House of Ashes fand ich richtig, richtig Hammer. Und René, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Genau, Kapuzineräffchen gibt es. Stimmt. Und Esther, Hallöchen. Oh, ich muss schon wieder pinkeln. Und Emilia, Lüdi. Schön, dass ihr da seid. Mir geht's zum Glück auch langsam besser. Meine Pechphase scheint geschafft. Erst fällt mir gestern eine Füllung raus und dann bin ich heute Morgen mit Bauchweh aufgewacht, habe meine Tage bekommen. Zahnarztpraxis heute Morgen. Kommen Sie mit Wartezeit rein, liebe ich ja unter Regelschmerzen. Doch ich war nur ganze 10 Minuten in der Praxis, bin direkt drangekommen. Jetzt heißt es chillen mit Nina. Wie schön, das hört sich sehr, sehr schön an. Mir geht's ganz okay und selbst ja mir auch. Also mir geht's sehr gut, meine ich. Also, ja. Fühl dich gedrückt, René. Little Hope fand ich geil. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann auch noch spielen. Ach Mann, warum muss ich denn jetzt schon wieder pieseln? Also. Wie alt werden die? Dreißig. Und Sterilität ist erst beim Tod. Okay. Ich meine, den Brudi können wir eigentlich nehmen. 11 Jahre ist er jetzt auch noch nicht super alt. Und ich meine, klar ist er jetzt nicht der Fruchtbarste, aber wir lieben ihn halt für andere Dinge. Oder? Sollen wir den nehmen? Oh Gott, das ist ja das erste Tier, der wird ja dann Keck heißen. Och, der Arme. Ah, ich glaube, der ist gut, komm. Der darf jetzt einmal einziehen, der darf einmal unten in die Quarantäne. So.
Ja, und dann nehmen wir die jetzt einfach auch noch. Dann haben wir schon mal ein Männchen und ein Weibchen. Oh, nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Du sollst... Hat er das jetzt erkannt? Ja. Holst du dann auch ein Weibchen? Na klar, na klar. Ein kleiner Opi in der Herde ist doch immer gut, ja, ne? Kennst du den Sims-Tod-Letea-Lachanfall? Ja, kenne ich, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich habe mir seit über einem Jahr wieder Planet Zoo gedownloadet. Du hast mich angesteckt, das mal wieder zu starten. Das freut mich so, Mini, wie schön. Hallo, Keck, schön, deine tierische Bekanntschaft zu machen. Ja, der Arme, der weiß noch nichts von seinem Glück. Aber das wird toll, Keck, ich schwör's. Guck mal, wir drücken jetzt Play. Ach so, wir brauchen vielleicht auch Mitarbeiter, ne? Also, nehmen wir mal einen Tierpfleger. Und eine Ingrid brauchen wir natürlich. Ach, guck mal. Ist auch direkt eine Frau, dann bleib stehen. Das ist halt so. Die erste Person, die hier im Zoo als Zoopfleger arbeitet, ist eine Ingrid. Ich glaube, es ist sogar doch ein Mann. Ich kann es nicht richtig erkennen. Aber es ist eine Ingrid. Es ist halt einfach so. Okay, dann, dann mal los. Let's go. Hallöchen, Keck. Ich freue mich sehr über die beiden Süßen. Und dann machen wir das Ding gleich richtig schön. Wir machen dann hier noch überall Pflänzchen und Steine und so. Und dann wird das toll. Wie viel kostet Planet Zoo? Gibt es das bei Origin? Nee, ups, ja. Gibt es nicht bei Origin, gibt es bei Steam. Könnt ihr aber auch über gewisse andere Seiten kaufen. Ich bin da ja nicht so ein Fan von. Deswegen will ich das nicht aktiv promoten. Aber es ist möglich. Und da, also bei Planet, ach, bei Steam kostet das, glaube ich, um die 30 Euro. Aber es ist auch mal wieder im Angebot. Ich weiß es aber jetzt gerade auch nicht. Emilia, ich freue mich, dass du da bist. Meine Oma heißt Ingrid. Ja, Julia, das ist ja auch deine Oma, die hier im Tierheim arbeitet, in meinem Zoo arbeitet. Hallo, wann? Ach so, die sind ja, ach, bin ich blöd. Die sind ja in the Quarantine. Ich dachte, wann bringen die endlich? Das ist Quarantäne, ne? Die sind noch unter Quarantäne. Okay, dann warten wir kurz und ich gepieseln. Okay? Plan? Hello, my friends. I'm back. Und sie sind fertig. Hör mal, toll. Perfektes Timing. Ja, das meinte ich. Also, natürlich ist Instant Gaming legal, aber es ist trotzdem einfach ein bisschen... Also, ich fühle mich da trotzdem nicht so wohl bei mit diesen Seiten. Also, ich kaufe das lieber bei den offiziellen Anbietern, aber das kann jeder... sich selber überlegen. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Guck mal, jetzt kommen sie hier im Regen an, dann denken sie sich auch so, was ist das denn hier für eine Scheiße? Keck kann aus der Quarantäne abgeholt werden. Ich freue mich. Also es wird auch Zeit, ne? Ich glaube, wir müssen uns wirklich schnell Vivarien holen, weil sonst könnte das ein bisschen schwierig hier werden. Hallo, kann bitte jemand die beiden Keckis aus der... Sollen wir das Mädchen Kekina nennen? Keck und Kekina. Hilfe. Wir müssen eigentlich, ne? Ich liebe deine Kette, dankeschön. Also es sind zwei Ketten tatsächlich. Also es ist nicht eins, ich habe die nur miteinander verbunden. Oh! Oh Mann, jetzt habe ich es verpasst. Es ist auch so dunkel.
Hallo? Hallo, du kleiner Keck, was machst du denn jetzt hier? Oh Gott. Komm wieder durch. Hallo! Guck mal! Ich kann nicht auf die draufdrücken. Ich wähle die ganze Zeit den Busch da oben aus. Ich will. Ah! Das ist der Keck. Oh, Kekina legt den Rückwärtsgang ein. Oh mein Gott, da kommen sogar Gäste! Hallo! Okay, Kekina benennen wir dann gleich. Wie findest du es, Keck? Guck mal, er findet es gar nicht so scheiße. Lebensqualität ist da gleich null, aber so ist das Leben als Keck. Extra Konfetti für den kleinen Keck. Klar! Karamos, gut, schön, dass du da warst. Will Kekina jetzt auch kommen oder nicht? Alter, kommt ja. Kekina. Süß. Auch die Mäuse. Toll. Wie schön. Okay, dann gucken wir jetzt mal eben, ob die da auch überall lang können. Kennen sie. Sie können schwimmen. Wie wunderbar. Okay. Da unten drunter können sie da... Okay, das gilt auch als Rückzugsort. Sehr cool. Super. Dann warten wir mal kurz. Guck mal, jetzt wird das Wetter auch besser. Dann warten wir kurz, bis es ein bisschen schöner wird. Und dann drücken wir nochmal schnell auf Pause. Aber guck mal, wir haben ein bisschen Geld. Wie viel kostet denn der Eintritt gerade? 3. Ich glaube, ich spinne. Jetzt mal erhöht, zumindest für die Erwachsenen. Ja, auch 4. Ja, wohl was Tolles, die Flusspferde, ich glaube. Es geht los hier. Das erste Baby muss dann Käckchen oder Keks heißen. Och, Käckchen finde ich ja ganz süß. Wie süß sehen die denn bitte aus? Ja, voll. Look at them. Guck mal, die kleinen Stummelbeinchen. Guck mal, die Spiegelung. Sims could never. Und da kommt die Kekina auch noch. Wollt ihr vielleicht direkt einfach Babys machen? Wie wär's? Habt ihr Lust? Ich glaube, das hier ist gerade so ein Paarungsstarakt. Die schauen sich tief in die Augen. Schau mir in die Augen, Baby. Wir können ihn auch Babycack nennen. Sims Joy, hallöchen, schön, dass du da bist. Und Franzi, hallöchen. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Was ist hier eure Mission? Der ist irgendwie ein bisschen hängen geblieben oder schläft der? Keck, ist alles okay? Ich habe ein bisschen... Also... Keck, are you okay? Oh ja. Okay, also. Wir lassen die einfach mal sein. Oh. Okay, also das ist wirklich gerade eben so drüber. Schwierig. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil, wenn die Babys kriegen, warte mal. Zu wie viel leben die? Ach so, die leben eh nur mit so wenigen. Dann ist es okay. Sagen wir jetzt mal 2, wenn die noch ein Baby kriegen, dann reicht's. Und die dann zu dritt. Okay. Ja. Sollte noch ein Weilchen reichen. Sollte noch ein Weilchen reichen. Ja, mach das Bärchen, das klingt sehr schön. Und Fake, danke schön für dein Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank. Keck keckt hoffentlich nicht direkt an Altersschwäche. Imagine. Imagine. Okay, dann dachte ich... Warte mal, wir gucken mal ganz kurz, was hier bei die Flussferdis steht. Zwergflussferdis. Was die so
So ein Sprengler finde ich schon toll. Warte mal, aber wir würden jetzt erstmal Wassertrog. Ja, aber eigentlich brauchen die ja kein Wasser, weil die können ja Wasser trinken. Also. Wow, Lena. Ich meine, die können ja aus dem See trinken. Das heißt, sie brauchen ja eigentlich nur Futter, oder? Da reicht ja dann eigentlich auch der mittlere. Das sieht so schön aus mit den Gästen in dem Steinrahmen rund ums Gehege. Dankeschön, BS-Löwen. Das ist sehr lieb. So, dann haben die jetzt hier schon mal Futti. Und dann gucken wir jetzt mal, was die so an Bäumen mögen. Gar nichts. So. Marienkäferchen, willkommen zurück. Mein Bruder hat mir vorhin auf Snap einfach nur du keck geschrieben, habe erstmal einen kompletten Lachflash bekommen. Mein Bruder tatsächlich auch. Letzte Woche. Ich habe auch sehr gelacht. Es ist einfach, es bekommt einfach eine völlig neue Bedeutung, ne? Und Schneewolkenhexerlchen, mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und vielen Dank. Und Jana, viel Spaß bei deinen Eltern. Guck noch ein bisschen im Lurk und bin dann weg. Macht es. Ein wunderschönes Wochenende. Ach ja, ne? Wünsche ich dir. Blackhead, du hast Feierabend, wie schön. Mach dir jetzt eine gute Zeit. Und Marie, willkommen von der Osteopathie zurück. Hallo. Und Fussel, diese Hallöchen. Okay, also, ja, guck. Ne? Das meinte ich. Finden sie halt schon komplett kacke. Pfeilholzbusch. Was ist denn das für einer? Ja, das ist der da oben drauf. Ja, Pech. Ist halt jetzt so. Blauer Lotus. Och ja, wie toll! Look. Oh, it's so pretty. I love it. Imagine, wenn die dann da so durchschwimmen. It's so pretty. Wow. Isn't it? Käsekuchen besorgen, weil da einfach Suppi lecker ist. Oh, lecker, ist nicht toll. Bin krank, kuschel mich jetzt mit Suppe ins Bett, schau deinen Stream. Das klingt sehr, sehr schön. Mach's dir schön gemütlich und gute Besserung wünsche ich dir. Also ich denke, so bis 14.30 Uhr machen wir noch, aber schauen wir mal. Okay? Und Lotta, wir kommen zurück. Och Mann, ihr immer mit eurem Burrito, seht ihr doch mal auf. Ihr wisst ganz genau, dass ihr mich damit ärgern könnt. So. Not your favoritechen. Einfach ein Brennnesselmeer geht immer mehr Akzeptanz für Brennnesseln, bitte. Ich finde Brennnesseln auch super. Dann gucken wir gleich mal, was sie, also ob die Brennnesseln mögen. So, jetzt haben die da schon mal ein bisschen eine Armee von Lotus. Ach, guck mal. Toll, das mögen die. Das finde ich ja schön. Das mögen die auch. Aha. Grundnessel. Och, das ist ja cool. Guck mal, das können wir doch perfekt hier drauf machen. So. Busch. Nee? Warte mal. Sieht doch... Also sieht ein bisschen schön aus. Oder? Nicht? Ich weiß es gerade nicht. Sieht das schön aus oder nicht? Lindy, Hallöchen! Guten Tag! Koche gerade Suppe fürs kranke Hundi. Der Stream ist da perfekt als Nebenbegleitung. Gute Besserung an dein Hundi! Bisschen schön. Passt gut. Hat was von Beinbehaarung. Okay. Super. Bro. Oh, der große Baum, den mögen die. Der große.
Wer kennt die nicht? Die Agave mögen die. Mhm, okay, ich muss mal kurz hier mir erstmal einen Überblick verschaffen, was die so toll finden. Die mögen es tropisch, habe ich festgestellt. Oh, die Küstenmangroven finde ich auch immer schön. Die können wir halt auch supi. Oi. Ich möchte das auch mal cool machen, so wie es immer alle cool machen. Ui, die mögen auch Schilf. Ich will halt aber auch nicht zu viel so mischen. Macht man jetzt Schilf oder macht man Küstenmangroven? Können die auch koexistieren? Ich weiß es nicht. Weil ich finde, warte mal. Ja, doch. Schon gut. Ist gut. Ist schon gut, Leute. Ich sehe nichts. Lindy begrüßt alle. Pia, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Hallo. Leberwurstbaum. Das finde ich auch einfach nur toll, dass der Leberwurstbaum heißt. Aber ich glaube, die Küstenmangroven, die sind's. Wenn wir die jetzt hier so schön platzieren. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht so, Nina, was ist da mit den Wurzeln? Aber die wachsen so, Leute. Die wachsen so. Und hier noch so eine kleine Mangrove dazwischen. Ist das schön oder nicht so? Dann wächst hier hinten auch so eine. Ein bisschen schön, oder? Wollen wir denn über die tropische Dings gehen, dass wir denen da jetzt so Palmen reinmachen oder eher nicht so? Ich weiß nicht. Dann kommt hier noch so was davon hin. Hier. Kann man auch Play drücken, ne? Und, wie findet ihr es? Ach, finden die toll. Schön. Mangroven sind so toll, machen so viel für die Umwelt. In Australien sind die überall. Ich finde die auch richtig, richtig schön. Also generell einfach schöne Pflanzen. Guck mal, dann machen wir jetzt hier so ein bisschen. Wo ich finde, die sehen überhaupt nicht so tropisch aus. Weiß gar nicht, warum die jetzt... Oh. Hä? Ja, also ich glaube, dem Keck muss wirklich mal einer helfen. Keck, steckst du fest? Aber die ist ja auch irgendwie... Also die bewegt sich wenigstens noch, aber die steht da auch... Er kackt sich erstmal richtig aus. Okay. Ich würde es nicht übertreiben, aber ich bin so gut im Übertreiben. Sonny, Hallöchen. Schön, dass du hier bist. Und Manu, hallo. Hallo. Okay. Guck mal, ich finde, also das ist schon toll. Jetzt wisst ihr, was wir machen müssen. Das hier. Die mögen nämlich das grüne Gras gar nicht. Also das grüne Gras ist für die einfach Belastung pur. Machen wir erstmal, wir gehen jetzt erstmal ins Wasser. Wir machen hier im Wasser erstmal überall Erde hin, weil da finde ich das eh kacke, wenn das grün ist. Guckt euch das an, diese Wurzeln. Doll. So, wow. Da geht das nämlich einfach schon richtig gut hoch, die Erde. Häkel gerade eine Biene. Oh, wie cool. So dieses Crochet-Dingsbums. Das finde ich ja richtig toll, ne? Richtig, richtig. Oh, hallo, kleiner Freund. Ist der Keck. Der Keck geht wieder schwimmen. Es ist aber auch ein bisschen buggy, ne? Wie die da reingehen. Aber guck mal. Wie er den Berg hier runterläuft. Süß. Oho! So ein Fein hier einfach. Kekina, kannst du mal schwanger werden? Ich will Babys. Also die sind gerade so 10 Minuten in diesem Zoo. Aber guck mal, kacken können die wie die Weltmeister. Dann brauchen wir ein bisschen Fels. Guck mal, dann machen wir hier drin einfach so ein bisschen Fels. Vielleicht auch ein bisschen glatten Fels. Nee, obwohl eigentlich finde ich den rauen Fels schöner. Hm.
So. Machen wir das auch schon mal ein bisschen. Schöner wie alles, was ich hier gebaut habe. Mimi, stop it! Danke. Also, das ist sehr, sehr süß. Wollen die auch Sand? Ja, tatsächlich, die wollen auch Sand. Die wollen eine Beach, Leute. Machen wir denen eine Beach. Machen denen hier so eine Beach hin, okay? Bei der Mangrove. Ich glaube, die Mangrove kann nämlich auch im Sand wachsen, wenn mich nicht alles täuscht. So. Dann machen wir jetzt ein bisschen kleiner und dann machen wir da noch so ein bisschen Erde zwischen. Vielleicht ein bisschen größer. Give me your love. Guck mal, so. So toll. Hier kann sowieso überall Erde hin. Aber da machen wir, glaube ich, gleich auch noch die Steine dann hin. So. Auch unter Wasser laufen können, ja, ist schon ziemlich cool, ne? So ein unterirdischer Gang, wo man die im Wasser beobachten kann, wäre auch cool. Wäre auf jeden Fall cool, aber das ist ja das allererste Gehege hier. Weiß ich jetzt nicht, ob das direkt so... Also vielleicht können wir das später mal irgendwann machen, dass man vielleicht hier irgendwo runter kann und dann hier dann da unten schauen kann. Aber das ist halt auch immer so ein bisschen Pain. Deswegen schauen wir mal. Aber schlecht sieht es nicht aus, ne? Finde ich auch nicht. Das, aber ich möchte den, glaube ich, noch einen Rückzugsort bauen. Dass wir vielleicht hier noch so einen schönen Rückzugsort haben. Und Bäumis brauchen wir noch ein paar. Ich weiß nicht, die mögen ja irgendwie nur Baum. Ich will jetzt da so einen Leberwurstbaum hinmachen. Ich glaube, so eine Mammutwurzel ist schon geil. Die kann schon mal hier wachsen, oder? Die finde ich auch schön. Die wollen mir Erde. Ja, ich bin auch noch nicht fertig. Aber ich will erst so ein bisschen Vegetation auch da reinmachen. So, dann können wir dann nämlich gucken. Einen wunderschönen Freitag an alle. Hallöchen, schön, dass du da bist, Sea Beckett. Würdest du eher Planet Zoo oder City Skylines empfehlen? Ich habe jetzt Ferien und würde gerne einen von den beiden spielen, weil das bei dir immer so cool aussieht. Aber ich weiß nicht, welches von beiden ich mir holen soll. PS, das Gehege sieht schon richtig schön aus. Vielen Dank, Marienkäferchen. Schwierig. Es kommt halt ganz drauf an, was du lieber magst. Ne? Wenn du so Aufbauspiele lieber magst, dann natürlich City Skylines. Bei Planet Zoo ist halt auch viel so Gameplay, ne? Wo du dann so gucken, also die Tiere auch viel beobachten kannst und so weiter. Ich glaube, tendenziell würde ich eher Planet Zoo sagen, weil ich langfristig immer mehr Spaß an Planet Zoo habe, aber das ist was total Persönliches. Ja. Ach, wir können die Apfelmangrove nehmen. Die passt doch gut hier rein. Die finde ich schön. Vielleicht noch so eine kleine. Oder ist es zu viel? Ich würde gerne noch irgendwo so ein kleines... Ach, die sind schon wieder am Kacken. Ich glaube es nicht. An die gleiche Stelle ist das hier irgendwie euer Kackloch. Können die da nicht durch? Nina, du bist einfach ein Monster. Warte mal, ich glaube, ich mache denen das mal eben hier noch ein bisschen weniger steil. Dann hier noch ein bisschen hoch. Dann ist der Weg hier ein bisschen leichter, weil sonst singen die immer: Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Das singen die dann, kennt man so. Das haben Forscher beobachtet bei Zwergflusspferden. So. Ist das die richtige Höhe? Ah, shit, ich glaube, es war eben ein Höher.
Warum geht das jetzt theoretisch nicht? War das eben ein Höhe? Becker, danke schön für die 100 Bitsies. Ich habe gestern noch bis 1 Uhr mein Timberwolf-Gehege gebaut, weil ich die Zeit aus den Augen verloren habe. Oh Mann, wie schön. Mega cool. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Gehege. Könnte man noch Blumen an die Felsen machen? Bestimmt. Ja, gucken wir gleich mal, was die mögen. Und Paulini, viel Spaß auf der Arbeit. Hab eine gute Schicht. Spendenboxen machen wir auf jeden Fall gleich, ja. Das stimmt. Und Sweet Gaminger, lächeln, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Only Me, Hallöchen, schön, dass du auch da bist. Nicht mehr allzu lange, also ein bisschen machen wir noch. Hat jemand Tipps, wie man schnelles Geld im Planet Zoo bekommt? Ich habe zwar schon Vivarien und so, aber bin trotzdem pleite. Aber Vivarien sind the way to go. Cool, danke für die Info. Das haben die mir damals in Biologie, das haben die einem damals in Biologie nie mit beigebracht. Ja, es ist so. Das weiß jeder. Aber habe ich das jetzt wirklich hier verkackt? Also ich meine, wir können das ja auch einfach noch ein Stück rüberdrücken. Keine Ahnung, ob das was ändert. Müssen wir den Baum da halt nochmal ein bisschen verschieben. Das war doch eben ein Höher, oder nicht? Na egal. Wenn die dann da jetzt besser reinkommen. Mal gucken. Ja, guck mal. Ja, guck! Also, der Weg wird freigemacht und direkt... guckt! Weil der Weg war nämlich steinig und schwer. Und jetzt denken die sich direkt so, ja, lass mal bumsen. Spaß, war ein Witz. Juhu! Die machen Babys! Privatsphäre wird hier ganz klein geschrieben. Wir gucken denen jetzt dabei zu. Sunny und Marcella, Lüchen, schön, dass ihr da seid. Good day. Schweben die Blätter vom Lotus? Also doch, dann sind die nämlich jetzt... Ja, dann ist das Wasser ein bisschen tiefer als eben. Ja, dann müssen wir da nochmal gucken kurz. Aber wir schauen den erst beim Babys machen zu. Seid ihr schon fertig? Nee, Kekina ist nicht schwanger. Kek, streng dich mal ein bisschen an. Okay, warum muss das immer so kompliziert sein? Dann machen wir das einfach, wartet, machen das hier, noch ein bisschen hier weiter rüber. Haben wir damit keine Probleme? Dann machen wir das hier einfach noch ein bisschen hoch. Da müssen die halt immer über so einen Hügel. Jetzt habe ich alles wieder runtergedrückt. Wow. House Infinity ist einfach eine Terraformerin. Nee, du sollst... Ist ja auch ein bisschen schön, wenn das Gehege eigentlich so ein bisschen Dimension hat. Oder? Was das jetzt hier gerade bringt, weiß ich nicht. Lasst mich in Ruhe. So. Die passten doch, oder nicht? Was denn? Was passt da? Ist ein neuer Zoo, ja. Also den haben wir gestern angefangen. So. Ich will den ja nur den Einstieg leicht machen, weißt du? Und der will mir dann nicht gönnen, dass ich das Wasser auf meiner Ebene habe.
Ja, so hoch muss es ja gar nicht sein, aber das ist mir zu niedrig. Oder ist jetzt richtig? Ach, jetzt ist gut, ne? Ja, super. Okay, jetzt bin ich ja zufrieden. Ich höre ja auch schon auf zu meckern. Hör mal. Ja, perfekt. Supi. Guck mal, und jetzt haben wir hier einfach auch noch so ein bisschen so einen Hügel. Dann denkt man sich so, wow, Nina hat sich Mühe gegeben. Brauche ich für den Anfang von Planet Zoo auch Erweiterungen, dass das dann zu überfordern, das Basisspiel würde auch reichen. Das gibt dir halt einfach noch mehr, es ist ähnlich wie bei Sims, gibt dir halt noch mehr Objekte und Tiere, die du freischalten kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Franchise spielst, dann hast du halt am Anfang eh begrenzte Objekte. Das heißt, es wäre da in dem Fall auch nicht überfordernd. Also eigentlich reicht auch erstmal das Basisspiel und dann kannst du dir das dann nach und nach holen. Und Carina, mach's gut. Hab noch einen wunderschönen Tag und genieß dein Wochenende. Die Treppe ist so breit, aber sie rennen alle auf dem gleichen Fleck. Wo? Da hinten? Oder wo meinst du? Aber ist doch schon mal schön. Guck mal, wir haben schon 158 Leute. Also. Ich spiele immer Franchise. Ja, mir macht Franchise am meisten Spaß. Okay. Ja, das haben wir doch gut hinbekommen. Dann drücken wir doch jetzt wieder Play. Und gucken mal, ob die Keks da jetzt noch lang können. Bitte. Danke. Oh mein Gott, guck mal, wie toll die da jetzt rein können. Juhu. Okay. Sind die glücklich damit? Ah, jetzt haben die ein bisschen weniger Land. Aber dafür ein bisschen mehr was. Kekina, bist du jetzt schwanger? Immer noch nicht. Gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Danke, Laurinchen. Vielen Dank. Und Belli, Hallöchen. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. So, dann brauchen die natürlich, ja, die brauchen immer noch Erde und Fels. Aber ich wollte den ja noch, also den reicht der Rückzugsort eigentlich. Wahrscheinlich gilt das Wasser auch, oh nee, doch nicht. Aber das da unten reicht denen irgendwie. Okay, dann brauchen die aber noch was zum Schlafi. Ich finde die Blätter eigentlich ganz schön. Das ist immer ein bisschen blöd, weil das geht dann so runter, aber das ist schon okay. Wollen wir die Blätter nehmen oder das Stroh? Ein VIP-Gast ist angekommen. Wer ist es? AKVP Master. Ah ja. Hm. Willkommen. Kann ich das? Nee, das kann ich gar nicht so drehen. Ne? Das wird doch auch automatisch hochgedingst, ja. Okay. Supi. Guck mal, da rennt er direkt weg. Der kriegt direkt Panik. Können die denn dahin? Ja, können die. Okay. Hör mal, du Keck, kannst du mal die ganze Kacke... Guck mal, der ist hier hingerannt, um zu kacken. Ach so, die hatten Hunger. Deswegen ist er so gesprintet. Verstehe ich. Das verstehe ich. Warte mal, können wir dem Hallo sagen? Dann kriegen wir doch Punkte. Haha. Thank you. So, aber das ist wirklich ganz nett geworden, das Gehege, ne? Ja, nie auch. Okay, dann können wir jetzt mal, warte mal, wir können doch Moosfeld, Tropenfeld. Ich finde, die sind ja auch relativ ähnlich wie die gemäßigten, ne? Also ein bisschen brauner. Aber die können wir vielleicht noch hier so ein bisschen halt. Mein Handy leuchtet. Schön. Du darfst mich auch gerne Laurin nennen, das ist mein richtiger Name. Natürlich nur, wenn du es dir merken kannst bei den vielen Namen hier. Ja, aber das, also das hätte ich sogar noch von gestern im Kopf gehabt. Aber ich finde Laurinchen auch süß. Das etabliert sich immer einfach so mit der Zeit. Na, dann können wir hier nämlich noch so ein bisschen... Lassen wir den vielleicht hier irgendwo so rausgucken. Die sieht auch mal ganz cool aus. Ja, ich will nicht mehr die Hände schütteln. Corona.
Welche Tiere werden die nächsten? Ich denke, dass wir dann uns den Schildkröten noch widmen, weil wir ja noch ein kleines Schildkrötengehege machen wollten. Ist der jetzt auf dem... Also der Keck ist aber auch wirklich ein richtiger Keck. Was ist denn mit ihm? Einfach ich? Einfach eine Mutter? Lebt er überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ah ja, er lebt noch. Er lebt noch. Der Keck lebt noch. Oh Mann, ey, dieses Tier. Kekina, du hast dir da einen wilden Partner ausgesucht. Ich weiß gar nicht, wo die Alte ist. Ach, hier unter Wasser. Bist du jetzt mal schwanger? Ja, ich brauche keinen Sicherheitsdienst. Hier gibt es kein Verbrechen. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil die noch ein bisschen mehr, die brauchen noch Spaß. Verstehe ich auch. Wenn man unzufrieden ist, dann kann man auch keine Liebe machen. Guck mal, hier gibt es jetzt einen Sprengler für euch. Tada! Guck mal, da. Und wir müssen jetzt noch die Erde neu machen und so und dann wird es schön. Und wir müssen die Tiere erforschen. Ja, guck mal, 21%. Zoo? Wir haben kein Forschungszentrum. Ach, guck mal, wie der sich darüber freut. Och, Keck, oh, der ist so süß. Der ist schon ein bisschen süß. Genau, und die Oxalotl wollten wir in Vivarium machen. Ich glaube, mehr können wir gerade ja auch nicht holen. Also, es tut mir leid für euch. Mehr gibt es nicht. Da müsst ihr euch erstmal mit zufrieden geben. Ich sehe nichts, kann bitte Tag werden. 5 Uhr, warum haben wir denn schon um 5 Uhr auf? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wir machen ab 7.30 Uhr auf. 7.30 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Danke. 7.30 Uhr bis 21 Uhr, das ist eine super Zeit. So, also. Nee, das hier. Wir brauchen noch mehr Erde und mehr Fels. Das lange Gras haben wir fast eliminiert. Obwohl, hier können wir ja dann eigentlich noch so ein bisschen Fels... Der Stein ist doch kacke. Vielleicht nehmen wir dann doch den gemäßigten. Der passt nämlich besser zu dem. So, dann wird nämlich das Fels schon erfüllt. Der Fels geht dann einfach über mit dem hier. So. Dann gibt's Erde. Wir wollen Erde, 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 ganz viel Erde, Erde, Erde. Wir wollen kein Gras, wir wollen kein Gras, wir wollen Erde, 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 Erde. Och nö! Oh. Wir haben Oktober, warum schneit's? Ach, guck mal, der Keck rennt doch direkt weg. Dem ist das viel zu kalt. Ist hier wirklich kalt? Oh nö, dem ist viel zu kalt. Wir brauchen eine Heizung. Können wir schon eine Heizung holen? Ja. Achtung. Habe ich die platziert? Ah ja, jetzt habe ich zwei gekauft. Ups. So. Hä, aber warum sehe ich die denn nicht? Sonst hat man die doch immer gesehen, wenn die im Boden sind. Okay, nochmal. Platzieren wir sie so, dass wir sie sehen. Kostet doch unnötig viel Strom. Na und? Wenn meine Tiere frieren, dann... Oh, nee, Hilfe. Dann kriegen die eine Heizung. Nee, 30 Grad muss es ja nicht sein, ne? Aber zumindest so 15. Guck. Oh ja, das Wasser ist bestimmt eisekitzekalt. Du wirst die halt unter der Erde platziert, durch den Boden kann man nicht schauen. Ja, aber normalerweise wurden die doch immer so angezeigt. Ist jetzt besser?
Ein bisschen. Ich gebe mir größte Mühe, okay, Kekina? Mini, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Und Chibi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Es schneit. Es ist kalt. Natürlich, also... Ach. Also, doch, ihr könnt das sehen, ne? Ich dachte gerade, ihr könnt das vielleicht nicht sehen. Die Heizung ist ein bisschen zu weit weg. Ja, aber das... Ah, vielleicht sollten wir sie weiter hier rüber machen, ne? Vielleicht, komm, wir machen sie so hier so hin. Oh Gott. Be here with me. Should have said. Super. Das freut mich, Mini, dass es ihr auch gut geht. Und Krawallmaus, Hallöchen. Kannst du auch eine Heizung bei deren Schlafplatz machen? Ja, aber dann, die hat ja immer so eine weite Reichweite und dann beheizen wir ja den Weg von denen oder so. Oh Gott, jetzt reicht das ja gar nicht bis in die Höhle von denen. Ach, die armen Keks. Och Mann. Ja, ich kaufe den jetzt einfach noch einen, ist mir egal. Eine Heizung für euch, weil ihr seid mir es wert. Ich mache die jetzt einfach an die Decke. Da kackt schon wieder irgendwer. Also die haben auch eine Verdauung wie eine Kuh. Und dann machen wir die Reichweite einfach ganz niedrig. Dass die nur hier dann drin ist. So, guck mal. Zack. Und dann drücken wir da drauf. Nee, 30 Grad muss das auch nicht haben. Das kann, jetzt wird es ja schon wieder wärmer. Und das soll dann... Warte. Wo sehe ich denn den Radius? Naja, das reicht. Haben die eine Heizung da drin? Süß. Oh ja, wir müssen noch eine Wasseraufbereitung machen. Und Spendenboxen müssen wir immer noch. Weil wir werden nämlich gerade pleite. Alexi, Hallöchen. Na, wie war's beim Friseur? Und Julius, hallo. Einrichtungen? Ach, mach dich vom Acker, du Keck. Hier, spende lieber was. Machen wir da eine hin. Und da drüben. Vielleicht hier. Und die machen wir grau. Alles grau. Rein da. Und Krümel für Hallöchen. Und Mimimaus, hallo. Mir geht es sehr gut, ich hoffe dir auch. Zack. Zack. So. Schmeißt euer Geld da rein, bitte. Guck mal. Oh mein Gott, diese Spendenboxen, ne? Die sind einfach super. Ja, perfekt. Wolfi, hallöli. Schön, dass du da bist. Und Tabitha, hallöchen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Spendenbox. Dann haben wir schon mal eine Einnahmequelle. Das ist schon mal sehr gut. Supi Sache. Und die sollen sich jetzt mal endlich paaren. Ihr seid doch in einer Beziehung, oder nicht? Ja, haha, jetzt geht's los. Ich weiß, der Keck ist nicht so fruchtbar. Wahrscheinlich hat es da eben dran gescheitert. Oder daran, dass ich zugeguckt habe. Das kann natürlich auch sein. Und... Er kackt sich erstmal wieder die Seele aus dem Leib. Es hat nicht geklappt. Und sie kackt auch. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber so funktioniert keine Paarung. Vielleicht denken die, man pflanzt sich über den Kot fort oder so. Und jetzt legen die sich in die Kacke rein. Hilfe. Hilfe. Leonie und Pummelfee-Armee, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Stream. Setzt sie sich jetzt auf sein Gesicht? Nee. Okay. Gut, also entweder liegt es daran, dass der Keck nicht so fruchtbar ist oder daran, dass sie halt noch nicht so super viel
Lebensqualitätsobjekte haben. Aber irgendwas hindert Kekina daran, schwanger zu werden. Das ist ein bisschen, ne? Ja. Trauerweide. Ach, die ist ja auch toll. Das ist ein bisschen too much, oder? Wie leben die denn? Leben die im Dschungel? Ja, guck mal, schon viel Busch überall, ne? Das in den Regenwäldern und Sümpfen von Sierra Leone, in der Regel, in Flüssen. Ja, Nina ist auch ein Flusspferd. Das wäre natürlich auch schön, wenn es ein Fluss wäre, ne? Wenn wir den dann noch, können den ja mal noch erweitern irgendwann bis hier dran und dann geht er hier wieder raus und dann sieht es so aus, als wenn das so eins wäre. Und dann verbinden wir das Gewässer dann mit dem Gewässer da hinten und dann verbinden wir das Gewässer mit dem Gewässer. Und dann ist es einfach ein riesengroßes Gewässer. Wisst ihr? Habt ihr verstanden, oder? Gibt es keinen Cheat, wo man Liebe machen erzwingen kann? Da wollen wir doch gar nicht. Also hier, die sind independent. Wir wollen die doch nicht dazu zwingen, aber geht's noch. Burberry, Hallöchen, schön, dass du da bist. So, weiter geht's mit Busch. Wir brauchen mehr Busch. Fluss, Buschweide. Ja, aber ich finde, die passt überhaupt nicht hier rein. Den finde ich toll. Guck mal, wir machen jetzt hier so ein bisschen Gebüsch. Einen großen davon mal. Oh! Ja! This is the spirit. Weil dann sieht das alles so ein bisschen bewachsener aus. Und dann kommt hier so noch so ein bisschen Papyrus. Und diese Grundnessel, die finde ich halt eigentlich auch ziemlich geil, aber ich finde, die sieht irgendwie so nach Wald aus. Wenn da jetzt noch so ein bisschen von dem. Sieht ein bisschen unecht aus, finde ich. Ich muss auch gucken, ob die mit den Pflanzen einverstanden sind, meine ich. Yes, I know. Aber das sind zumindest die aus dem Biom und meistens finden die dann auch gut. Ich glaube, wir machen jetzt aber hier einfach auch an den Seiten noch welche davon hin. Ja, voll gut vor die Spendenboxen dann links zu machen, aber das ist schon okay. Sollen sich nicht so anstellen. Dann machen wir da jetzt noch einen Stein hin. Dann müssen wir das mal ganz kurz nochmal wegmachen. Weil ich die gemäßigten will. Genau, einfach noch Steine. Mann! Immer Steine. Dann machen wir jetzt hier so ein bisschen, dass da so was rauskommt. Du. Das sieht voll cool aus, oder nicht? Ein bisschen? Selina, hallöchen, schön, dass du da bist. Willkommen, willkommen. Ich glaube, ich möchte das hier noch so ein bisschen. Hier reinziehen quasi. Huch.
bisschen schön. Du bist ein bisschen stolz. Merkt man gar nicht, oder? Like it! I like it! Also das finde ich richtig cool hier, das da. Also hier ist noch so ein bisschen kecki, aber so die richtigen Planet Zoo-Profis denken sich gerade so, Alter, was freut die sich so? Aber für uns ist das richtig gut. Oh, hier sind noch so kleine Steine. Guck mal, da kommt was. So. Der kommt noch so da raus. Machen wir da so einen draus. Dann noch so. I like it, Picasso. Wolle Steine kaufen? Ja, irgendwer? Also. Ich bin immer neidisch, wenn ich deine Gehege sehe. So schön. Also, ne, dann wollt ihr nicht sehen, was der Luke hier immer alles so baut. Also da, das ist ja nichts, was ich, also ne, meins ist dagegen ja richtig Kekini. Kannst du nochmal ganz kurz? So, also das Gelände und das findet er alles super, Pflanzen findet er alles super. Supi. Ach ja, das war die Trauerweide. Vielleicht... Von denen hier dann noch welche da rein. Können wir das einmal. Das ist so ein bisschen aus wie so ein Busch. Wartet, machen wir das hier mal weg. Och man, nee, nicht, soll es jetzt nicht so sein. Das können wir... Oh, das... Sowas ist doch schlau. Sowas macht Lukas live. Der steckt das dann so in den Boden. Ich sehe nichts, wenn es regnet. Kann es bitte aufhören zu regnen? Oh, Harry Potter. Ist das ein missglückter Zauberspruch? Und Ellie, viel Spaß beim Hausaufgaben machen. Hab beim Lukas noch nie Planet Zoo gesehen, deswegen kann ich das nicht vergleichen, aber deins finde ich mega. Wirklich, er baut so schön. Also das, da kann man nur neidisch drauf sein. Das ist so heftig, was der macht. Und vor allem, er ist einfach so kreativ. Also er guckt sich ja nicht mal irgendeine Inspiration an. Also bei Minecraft ja dasselbe. Das ist einfach in seinem Hirn. Das finde ich immer so krass. Er legt einfach los. Genau, letzte Lukas. Okay, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz Pipi machen. Ihr könnt währenddessen gucken, ob die sich nochmal paaren wollen. Wir gucken Kekina beim Schwimmen zu. Okay, bis gleich. Und dann sagt er, naja, ist jetzt nicht so toll, aber naja. Oh mein Gott, Blackhead, das ist einfach 1:1. 1:1. Okay, bis gleich. So pretty, with the wind blowing in your...
Hat er in seiner Kacke gelegen? Upsi. Naja, was soll's. Guten Tag, liebe Gemeinde. So, aber schwanger ist sie immer noch nicht, oder? Nee. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal, guck mal, ach, finanziell sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Wir machen jetzt mal ein Forschungszentrum, damit wir, forschen können. Weil im Forschungszentrum forscht man nämlich. Und dann können wir nämlich mehr Sachen für die machen. Und dann sind die glücklicher und dann können die Babys machen, okay? Vielleicht können wir ja gleich nochmal ein anderes Weibchen holen. Vielleicht taugt es Kekina ja auch einfach nicht. Das ist gemein. Vielleicht taugt es ja Kek auch einfach nicht. Aber ich glaube, die wollen nur ein Männchen, deswegen gucken wir gleich mal. Machen jetzt erstmal Fischchen. Da. Mal ein bisschen runter machen. Zack. So. Ja, wollte ich jetzt auch eine Werkstatt? Ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben eh kein Geld, also wenn wir pleite gehen. If we go down, then we go down together. Ist mein Motto. Und jetzt brauchen wir noch einen Techniker. Vergiss den Techniker. Ich bin der Techniker. So, und jetzt forscht die Karen an den Zwergfluss werden. Und der, die Aurora... Keine Ahnung. Was brauchen wir? Arktisch finde ich immer ganz nice. Warte. Obwohl, Gehege ist auch wichtig, ne? Oh, wir haben noch gar keinen Strom, aber das kriegen wir, glaube ich, noch aus dem Eingangsbereich. Dann machen wir mal Arktis. Zack. Hier wird Gameplay ja wirklich groß geschrieben. Lukas, guck mal! Look at this! I did it all by myself. Und Lara, ich danke dir. Hallöchen. Forschungszentrum fürs Forschen. Genau. Mhm. Hast du einen neuen Hintergrund? Nee, ich habe nur... also das hier ist mein alter Nachttisch. Den habe ich da hingestellt. Also es ist eigentlich gleich. Machen die auch was anderes als kacken? Naja, die sind süß. Das sieht ja mega... so. Thank you. Mausis sind da. Warte, was? Becky, was? Bist du die Pausen-Becky wieder? Hast du unsere Flusspferde schon gesehen? Das? Sind das. Ach so. Ja. Mhm. Ja, okay. Mausis. Verstanden. Und Norinis, hello. Mehr Kaffee. Ja. Mhm. Mhm. Leer. Für uns beide. Ja. Mann, ich will, dass sie jetzt mal schwanger wird. Canine. Canines heißen doch die Polizeihunde, oder? Ich glaube schon. Jetzt aber, komm. Keck, gib alles. Volle Dröhnung. Bitte. Bitte. Bitte, komm. Bitte. Bitte. Komm schon. Ja! Oh mein Gott, der muss. Was ist denn mit denen? Warum kacken die denn so viel? Aber es ist egal. Ihr könnt so viel kacken, wie ihr wollt. Kekina ist schwanger. Herr Halleluja. Also. Okay, im August kommt das Baby. Wir haben Januar. Das war der Aufregungsschiss. Becky, die sind durchgehend aufgeregt. Die kacken die ganze Zeit. Der Name ist doch Programm. Ja, aber die heißen ja Cake. Und Cake ist ja Kuchen. Ich glaube, wenn die Nachwuchs kriegen, dann brauchen wir mehr Tierpfleger. Weil so viel Kacki streiken die Pfleger sonst. Die brüllen sich an und zack ist die schwanger. Hör mal, das, Janine, das ist bei Menschen auch so. Ich weiß nicht, ob du, ne, beim Sexualunterricht nicht aufgepasst hast.
Aber so funktioniert Liebe machen. Man schreit sich an und plötzlich ist man schwanger. Imagine. Die schreien so random Leute auf der Straße. Und dann bist du plötzlich... Okay, das ist ja schon wieder ein richtig dummer Gedanke von Frozen Infinity. Wir brauchen mehr Steine. Ich will nicht die. Obacht also, wen ihr anschreit, genau. Ihr solltet genau darauf achten, wer eure Aggression abbekommt. Ups. Aber das macht sie gut, ne? Die Gisela. Ich glaube, das war ein Kackstein. Der hier vielleicht. Bisschen drehen. Bisschen hier drehen. Guck mal, wie die immer zum Fressen rennen, um es dann direkt wieder auszukacken. Ja, die hier sind kacke, die muss ich wieder wegmachen. Die passen da überhaupt nicht rein. Taurinheldin, Hallöchen. Gute Aufklärungsarbeit hier. Ja, so läuft das. Nur wer wirklich geliebt wird, wird angeschrien. Das ist sehr toxisch, lässt sich aber 1:1 auf mein Leben anwenden. Becky. Das klingt jetzt hier völlig falsch. Bitte revidieren Sie Ihre Aussage. Hey, das sieht voll cool aus. Nina, du kannst ja doch was. Oropax, genau. Oropax ist dann die Verhütung, genau. Oh. Und Kopfhörer, ja. So läuft das. Wenn sich ein Paar anbrüllt, streiten sie sich nicht. Nein, nein, die haben Geschlechtsverkehr. Ja, schön, dass wir das jetzt so schön hier geklärt haben. Ich finde, wir machen das richtig toll. So. Ach, guck mal, jetzt sieht hier die Küste, sieht ganz schön toll aus. Und die Musik ist dann. Oh, wir haben schon März, Leute. Das Käckchen macht sich auf den Weg. Jetzt ist die Frage, nennen wir es Käckchen oder Babykeck? Vielleicht kriegen wir auch zwei, dann haben wir Käckchen und Babykeck. So. Wow. Ja, und jetzt müssen wir hier noch das so ein bisschen verkleiden, ne? Oh, Little Cake, oh mein Gott. Dankeschön, goldene Kuh, vielen Dank. Babycake ist ja mega niedlich. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir auch zwei. Vielleicht kommen da ja zwei Babys raus. Dann haben wir Babycake und Käckchen. Gut, dass ich gesagt habe, wir machen bis 14.30 Uhr, ne? Hat voll gut geklappt. Marie, herzlich willkommen im Stream. Hallöchen, wie geht's dir? Hallöle. Ein bisschen steinig so durch die Gegend schmeißen. Da höre ich schon wieder, wie sie am Kacken sind. Das ist aber auch einfach ein schönes Geräusch, ne? Oh, nochmal so ein bisschen Bergi.
Okay, ich glaube, wir müssen da hinten auch noch ein bisschen Vegetation machen, weil sonst sieht das da so ein bisschen verloren aus. Und das jetzt einfach dann hier auch noch mal so ein bisschen. Wenn wir dann noch mal so eine nehmen. Weil die sieht das mit den Steinen, die sind immer so schön natürlich aus, bei mir voll hingeklatscht. Ich glaube, der Trick ist wirklich, dass man die so einsenkt. Also, dass man die nicht einfach halt oberhalb platziert, sondern dass man immer mit Shift die so ein bisschen rein in den Boden reinmacht. Also, ja. Ich glaube, das ist so das, was das dann so ein bisschen natürlicher aussehen lässt. Aber ich bin da auch bei weitem kein Profi drin. Also, wenn man sich da mal so Videos auf YouTube anschaut oder so, da kriegt man ja auch nur Komplexe. Aber da gibt es schon Leute, die richtig geil bauen können. Ist schon sehr groß, dieses Blatt. Wie geht's euch so? Ich hoffe, ihr hattet einen super Tag. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Mein Tag war bisher sehr schön. Ich hoffe, deine auch. Da sollten wir das Ganze doch rund machen und gleich bis 15 Uhr machen. Ja. Pi mal Daumen. Aber finanziell geht's eigentlich. Also es geht nicht bergab. Also jetzt wird's gerade wieder rot. Aber das ist okay. Hä? Ach, bin ich blöd. Ich dachte gerade, wo sind die ganzen Sachen? Soll ich jetzt mal noch hier so eine Palme reinmachen oder passt das nicht? Nee, eigentlich nicht, ne? Obwohl, da hinten haben wir auch diesen Farn. Oh, warte, wir können den auf Bananenstauden, finde ich auch toll. Es ist schon richtig grün. Wir gehen nicht, bevor Babycake ist. Also das steht ja fest. Das steht ja fest. Trägst du eigentlich normalerweise Kontaktlinsen oder warum läufst du einfach ohne Brille rum? Finde, die steht dir voll gut. Dankeschön. Nee, also das ist eigentlich halt meine Brille, die ich am PC tragen sollte. Tue ich aber nie. Und jetzt habe ich mir halt vorgenommen, dass ich sie wieder mehr trage. Deswegen habe ich sie in letzter Zeit viel auf. Ja. Letzte Story of my Brill. Also ich sehe ohne Brille, aber mit Brille sehe ich in HD. Vielleicht machen wir noch so ein Mammutblatt hier ans Ufer. Ich meine, die leben im Regenwald, ne? Genau, im Blaulichtfilter ist da auch drin, ja. Aber halt auch beim Autofahren und so. Also wenn ich längere Strecken fahre, dann trage ich die auch. Die ist auch cool. Hey, warum haben wir den noch nicht platziert? Den können wir ja auch so als Busch platzieren. Oh, 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 Leute, Ed geht los. Ed geht, oh. Das sah schon. Also. Naja. Okay. Wir lassen die Babys sind da. Guck mal, es sind ganz viele. Das sah wirklich nicht gesund aus, nee. Aber wir warten jetzt mal hier.
We are waiting for baby cake. For the baby cake. For the baby cake. We are waiting for the baby cake. The baby cake. Oh. Da ist der Baby Cake. Der Baby Cake. Der Baby Cake. Hallo. Oh mein Gott, it's the Baby Cake. Oh mein Gott, ist der süß. Ich kann nicht mehr. Warte, kriegst du noch einen? Bist du noch schwanger? Nee. Es ist der Baby Cake. Er muss Baby Cake heißen, es geht nicht anders. Baby Cake. Oh mein Gott, ist der süß. Geht er direkt schwimmen? Wenn er schwimmen geht, ich raste aus. Bitte zeig uns, wie du schwimmst. Let's go. Trau dich. Ich hau dich. Spaß. Okay, er hat sich doch anders überlegt. Dancing in the dark. Ja, was ein Feini bist du. So ein Feini. So ein Feini. Er ist wirklich richtig süß. Oh, und Veterinärforschung abgeschlossen. Guck mal, können wir hier direkt was kaufen. Warum haben wir denn hier... Ach so, weil wir in dem anderen Zoo-Admännchen haben. Okay, was haben wir freigeschaltet? Gehege? Ein Schneemann. Mhm. Oh, die Reibesäule finde ich aber immer toll. Die kriegen die Reibesäule... hier an den Strand. Ich hoffe, die können die benutzen. Aha. Nee, 50%. Wir brauchen noch was mit Futter. Ja, weißt du, das jetzt schon wieder hier. Ich sehe nichts. Bitte. Geht die jetzt ins Wasser? Oh oh. Naja. Denk dran, dass du die Farben auch immer anpasst. Bei der Säule auch? Oh. Oh. Ja, BVB. Spaß. Welche Farbe machen wir? Eigentlich müssen wir sie braun machen. Seit wann geht das denn? Weil der Lukas wieder mit den Insider-Tricks. Oh mein Gott, die kacken die direkt an. Also. Was ist denn mit diesen Tieren los? Das geht schon immer. Ja, gut, wir sind einfach dumm, Mimi. Nein, Spaß. Welche Farbe machen wir die Säule? Grün. Dann fällt es nicht so auf. Immer das ist schlau, Nina. Dann sieht das ein bisschen organisch aus. Oh, Nina, du mit deinem Kack organisch. So, guck mal. Dann sieht das so ein bisschen schön aus auch. Guckt mal. Och, Mann, Lukas, das war ja so toll. Hey, guck mal, wir haben schon... Also, das ist schon ein bisschen schön. Lieschen, danke schön für 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass du da bist. Wie geht's? Ich mache auch immer was Natürliches. Ja, das ist wirklich schön. Ja, also ich weiß, dass man bei manchen Sachen, also so bei Spendenboxen und so, da wusste ich auch, dass man die Farben ändern kann, aber ich wusste das nicht hier. Das ist ja, also wow. Das ist wirklich einfach wow. Oh Mann, ich liebe es. Also ich bin wirklich bisschen stolz bin ich, Leute. Also das haben wir schon ganz gut hingekriegt. Die sind auch fast glücklich. Ernährungszustand ist so ein bisschen meh. Wir könnten den, guck mal, das sind ja unsere einzigen Tiere, deswegen geben wir denen eine bessere Qualität, okay? Mal gucken, ob das geht. Hallo, I want the door, please. The door. Let me choose the door. Oh, door. Alter, also manchmal. Das mögen die ja eh nicht, ne? Dann machen wir den nämlich ein bisschen bessere Qualität.
Guck mal, wenn wir ein Vivarientier aufnehmen, kriegen wir sogar $1,000. Wenn wir die Axolotls machen. Sieht super aus, danke. Und Aluna, hallöchen. Ja, aber ich höre jetzt gleich auf. Ich wollte eigentlich schon um 20:30 aufhören. Aber ich überlege, ob wir noch kurz die Axolotls machen. Kurz, ja, die Axels. Oh mein Gott, sollen wir sie Axel und, oder wahrscheinlich leben die alleine, oder? Lukas, das ist das, was ich dir bei Dings gezeigt habe, bei Minecraft. Hey, guck mal, die sind ja auch vom Aussterben bedroht und warum kann man die Bestände so krass nicht, also, ja, wahrscheinlich, weil die... Guck mal, aufgrund von Lebensraumverlust ist der Axolotl vom Aussterben bedroht. Der Schalkosee, einer ihrer natürlichen Lebensräume, wurde für Trinkwasser für Menschen trockengelegt und der Xochimilco-See wurde zu einem Kanalnetzwerk reduziert. Das hat zu einer Populationsfragmentierung geführt und erschwert Nahrungspaarungs- und Laichverhalten des Axolotls. Axel und Lotta, oh mein Gott, Mimi, toll. Warte, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Und die leben von 1, also zu 1 bis 5 Tieren. Gutes Deutsch mal wieder. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das Axolotl einfach hier so hin? Oder wir könnten das auch einfach hier so auf so einen Stein drauf. Warte mal. Na, die hier haben wir schon freigeschaltet. Ja, ganz schön toll. Aber wir könnten einfach so... Wir könnten das auch hier oben drauf machen. Ja, auch ein bisschen lustig. Oder meint ihr, das ist Kacke? Ist das Kacke? Anuk hat in Minecraft 2 Axolotl, die heißen Axel und Trottel. Also Trottel finde ich auch geil. Celine, willkommen zurück! Irgendwie mal was Neues? Also wenn es richtig scheiße ist, dann sagt es. Ne? Ihr sollt jetzt nicht nur ja sagen, weil ich wieder hier Ideen von mir gebe. Guck mal, der will das schon gar nicht. Aber ein bisschen. Wollten wir nicht so Bögen machen? Stimmt, ja. Wir wollten hier vorne so Bögen machen. Nee, ist auch hässlich. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, Leute. Wo machen wir die? Wir können die Axolotls einfach... Aber da wollte ich ja die Schildis eigentlich noch hinmachen. Wie... Warte mal, macht das überhaupt Sinn? Wie vermehren die sich? Pro Paarung 2 bis 3. Ach, die gebären direkt und können dann aber 12 Monate nicht gebären. Ich glaube, das ist ein bisschen dumm. Nee, Leute, das lassen wir. Wir machen das jetzt wieder nur, um es zu machen. Ach, Technikforschung ist auch schon abgeschlossen. Nice. Noisy doisy. 234 Objekte. Yeah. Also unsere Forscher sind Raketen einfach, Leute. Die sind einfach richtig Raketen. Okay, the next thing, wie will du in the next dream? Okay? Weil wenn wir jetzt noch was anfangen, dann machen wir es wieder nur halbherzig und das wollen wir nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Outcome. Also es ist noch nicht 100%, also hier, das möchte ich gerne noch so ein bisschen machen. Aber... Es ist auf jeden Fall schon sehr schön. Guck mal, Keck ist wieder beim Essen eingeschlafen. Denen geht's super. Schön. Eine große, glückliche Familie hier. Sehr schön. Das machen wir dann im nächsten Planet-Zoo-Stream. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann der ist. Aber ihr werdet es erfahren. Guckt doch mal im Workshop, ob es da noch ein anderes Design gibt. Ja, aber ich weiß ja trotzdem nicht, wo ich es platzieren soll. Das ist das Ding. Weil ich... Wenn ich das jetzt einfach dann in den Eingang platziere,
dann bin ich da hinterher wieder voll unzufrieden mit und dann lasse ich es aber dann doch so. Und weil ich immer sage, ja, machen wir später. Vor allem haben wir dann da wieder voll den Stau am Eingang, fällt mir gerade ein. Hallo ihr süßen Melötchen, wir hören gerade auf. Aber schön, dass du da bist. Es war ganz wundervoll hier, danke für die Begleitung durch den Tag. Thank you, Becky, dass du da warst. Es war sehr schön. Tschüss, YouTube.